Ja, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Wer Visionen hat, der sollte zum Arzt gehen. Das hat Helmut Schmidt mal gesagt. Er hat es dann ein bisschen später relativiert, hat erst gesagt, naja, ich habe es gar nicht gesagt, und kam dann später damit rüber, dass er gesagt hat, das sei doch eine pampige Antwort auf eine dusselige Frage gewesen. Aber wir wissen ja, es gibt keine dusseligen Fragen. Nun, vor etwas über 200 Jahren, da hatte ein Schneider in Ulm eine Vision. Der ist dann nicht zum Arzt gegangen, sondern in seine Werkstatt und hat versucht, diese Vision dann auch zu verwirklichen, zu fliegen, über die Donau zu fliegen. Damals, vor 200 Jahren, die hatten nicht mal elektrisches Licht damals. Da gab es keinen Verbrennermotoren, das wollen wir jetzt ja schon wieder abschaffen, aber es gab es damals noch gar nicht. Also das muss völlig verrückt gewesen sein, wenn der durch die Stadt gelaufen ist und gesagt, ich fliege über die Donau, völlig verrückt. Das müssen die Menschen als völlig verrückt empfunden haben damals. So wie wenn heute jemand sagt, naja, wir bauen Kameras in so ganz klitzekleine Fingernägel ein oder wir haben selbstfahrende Autos oder selbstfahrende Flugzeuge und wir schaffen das auf jeden Fall zum Mars zu fliegen und wahrscheinlich auch noch drüber hinaus. Also völlig verrückt für damalige Verhältnisse. Was passiert ist, wissen wir alle. Es war dann der 31. Mai im Jahr 1811. Er hat es probiert. Ist gescheitert, ist in die Donau gestürzt, war für ihn dann auch ein sozialer Absturz. Er ist völlig verarmt gestorben. Auch sein Fluggerät hat man dann später auch verbrannt, ja, damit da nichts mehr passiert. Aber sein Spirit, seine Vision, sein Geist, der lebt weiter. Herzlich willkommen zu den Berblinger Spirit Talks heute hier im Stadthaus in Ulm. Schön, dass Sie da sind, hier im Saal. Und auch herzlich willkommen an den Geräten, im Livestream, im Tablet, im Zug, zu Hause, am Computerbildschirm, am Handy, wo auch immer Sie schauen, herzlich willkommen. Wir haben heute, ganz kurz zu mir, ich arbeite beim SWR in Ulm, deshalb darf ich heute hier sein, freue mich natürlich sehr, Sie durch den Abend zu begleiten. Es ist so, was haben wir vor? Zwei Vorträge wird es geben heute und zunächst einmal einen herzlichen Dank an die Stadt Ulm, die dies auch ermöglicht in diesen Zeiten. Ja, da gehört Mut dazu. Stichwort Mut, sind wir auch schon wieder beim Berblinger. Und wenn wir uns alle an die Corona-Regeln halten, und die sind eigentlich relativ einfach, Sie dürfen, wenn Sie auf den Plätzen sind, die Maske abnehmen. Aber wenn Sie sich im Raum bewegen oder ein bisschen netzwerken wollen, dann setzen Sie die Maske auf. Und auf diese Art und Weise, denke ich, können wir auch das Risiko minimieren. Und bei Risiko sind wir dann auch beim Berblinger wieder. So, das ist genug der Vorrede. Von meiner Seite, die Stadt Ulm hat es organisiert. Deshalb soll der Stefan Huber von der Kulturabteilung auch das erste Wort heute Abend haben. Herzlich willkommen, Stefan Huber. Schön, dass Sie auch bei uns sind. Und ja, als Organisator vielleicht doch einen kleinen Applaus im Saal. Wäre schön. Dankeschön. Herzlich willkommen zu den Berblinger Spirit Talks hier im Stadthaus Ulm. Zum ersten Mal, dass wir jetzt hier sind und ja, also wir freuen uns sehr, dass wir jetzt hier auch, also mit hier im intimen Rahmen im Stadthaus es möglich machen können, aber eben auch über die Livestreams eben hoffen wir auch ein größeres Publikum zu erreichen. Warum machen wir die Spirit Talks? Die Spirit Talks sind für uns ein Raum, wo man einfach nochmal diese Grundthemen, die wir in diesem Berblinger Jubiläumsjahr transportieren wollen, diskutieren kann, wo wir Raum für Ideen schaffen wollen, Inspiration geben wollen und haben eben diese Reihe mit sieben sehr spannenden Vorträgen ins Leben gerufen. Heute wirklich zwei sehr spannende Vorträge. Einmal gehen wir gleich ein bisschen ins Historische rein und wir haben hier den Professor Bauer aus Stuttgart bei uns, der eben aus einer technikhistorischen Perspektive das innovatorische Scheitern beleuchtet. Dann wird es eine ganz kurze Pause geben, nochmal 10 Minuten durchlüften. Und dann freuen wir uns auch sehr, den Herrn Professor Dr. Rademacher bei uns hier zu Gast zu haben auf der Bühne. Und der wird dann eben nochmal einen umfassenderen, sag mal, Einblick in die Innovationsgeschichte der Menschheit geben. Darauf freuen wir uns auch sehr. Jetzt möchte ich einfach nochmal Sie einladen, auch sich mit dem Programm auseinanderzusetzen, was noch in den kommenden Tagen kommt. Verfolgen Sie die Talks hier im Saal, im Museum sind wir morgen, da geht es um die Verschmelzung von Mensch und Technologie. Da laden wir Sie auch herzlich ein, da gibt es danach auch eine Performance, eine Techno-Performance,
wo aus der Prothese eines Prothesenträgers heraus ein Synthesizer angesteuert wird. Also eine sehr experimentelle, zukunftsvisionäre Angelegenheit, die Sie dann morgen im Museum Ulm erleben können ab 18.30 Uhr. Wir haben auch nächste Woche spannende Vorträge und ich möchte Sie auch ganz herzlich einladen, noch unseren Innovationswettbewerb, der gerade noch läuft, Test-Test-Contest zu verfolgen. Dort haben Sie auch noch die Möglichkeit, diese 8 Projekte zu unterstützen über Crowdfunding und eben auch beim Finale übernächsten Samstag im Museum Ulm können Sie auch Ihre Stimme abgeben, dass eben Leute, die sich heute mit neuen Ideen, mit Innovationen beschäftigen, eben nicht mehr scheitern müssen, wie damals der Berblinger, der einfach aus der Gesellschaft die Unterstützung nicht bekommen hat. Wir wünschen uns, dass die Gesellschaft neue Ideen unterstützt und deshalb laden wir Sie auch ein, sich mit den Ideen aus dem Test-Test-Contest-Wettbewerb auseinanderzusetzen. Und jetzt übergebe ich wieder an die Moderation und natürlich freuen wir uns sehr auf die Vorträge. Viel Spaß und herzlich willkommen. Ja, danke schön. Danke. Also ganz kurz zum Regularium. Wir hören Vortrag 1 und dann hoffen wir natürlich, dass Sie sich kräftig beteiligen. Das fällt Ihnen hier im Saal ganz leicht, weil Sie müssen einfach nur die Hand heben. Ein bisschen mehr tricky wird es für die Menschen, die uns per Livestream verfolgen. Es ist so, dass auf dem Facebook-Kanal Kultur in Ulm und auf dem Facebook-Kanal Ulm deine Stadt, da haben Sie einfach eine Kommentarfunktion und wenn Sie diese Kommentarfunktion nutzen, um eine Frage zu stellen, dann kommt diese Frage bei unserer Kollegin Anne Zimmermann an und die wird sie dann vortragen und dann wird die Frage hier im Saal natürlich dann auch diskutiert. Also, soweit zum Livestream. Lassen Sie uns zum ersten Vortragenden kommen. Der steht schon in den Startlöchern. Ja, es soll natürlich losgehen, ist ja klar. Scheuen Sie sich übrigens nicht, so provokante Fragen dann auch zu stellen, weil ich bin mir ganz sicher, der Herr Professor Reinhold Bauer wird dann keine so pumpige Antwort geben wie der Helmut Schmidt. So, abwarten, sagt er. Wir haben einen Technikhistoriker hier, Professor Reinhold Bauer von der Universität Stuttgart. Das Scheitern keineswegs etwas ist, was der Vergangenheit angehört, also was nur damals dem Herrn Albrecht Berblinger passiert ist, sondern das passiert heute auch noch. Ist jemand von Ihnen schon mal im Transrapid gefahren zum Beispiel? Ja, also es gibt wahnsinnig populäre Beispiele des Scheiterns, auch noch im heutigen Zeitalter. Er wird auch dann die Anatomie dieses Scheiterns ein bisschen beleuchten und uns klar machen, dass Scheitern, wenn man auf dem Weg ist, was Neues zu erfinden, was Neues zu suchen, eine Innovation zu kreieren, eigentlich eher der Regelfall ist. Bitte begrüßen Sie mit mir Professor Reinhold Bauer mit seinem Vortrag Gescheiterte Innovationen, was lernen wir daraus? Herzlich willkommen, hier ist er. Ja, herzlichen Dank und guten Abend, meine Damen und Herren. Auf der Fahrt heute nach Ulm ist mir klar geworden, dass es das erste Mal seit Februar ist, dass ich wieder vor echten Menschen spreche, analog. Ich hoffe, ich kann das noch. Jedenfalls freue ich mich sehr, das mal wieder tun zu können. Es ist lange her. Ich freue mich natürlich auch über den Livestream, aber sagen so ein echter Vortrag ist dann ja doch nochmal eine andere Sache. Gut, was habe ich heute mit Ihnen vor? Ich möchte über das Phänomen der Innovation sprechen, über das Phänomen der Innovation unter einer vielleicht etwas ungewöhnlichen Perspektive. Ungewöhnlich ist diese Perspektive zum einen, vielleicht zumindest, weil ich eben Historiker bin, das heißt Vertreter einer Zunft, die sich eben gewöhnlich mit Fragen des Innovationsprozesses eher weniger befasst. Zumindest könnte man das vermuten, dass das so ist. Ungewöhnlich zum Zweiten, wir haben es gerade schon gehört und man sieht es auch auf der Folie hier, weil ich eben nicht den Erfolg, nicht die erfolgreiche Umsetzung und Verwertung technischer Entwicklungen untersuche, sondern ganz im Gegenteil den Misserfolg oder deutlicher ausgedrückt den Flop. Also es geht mir um innovatorische Flops und die möchte ich heute mit Ihnen angucken, dass es sich lohnen kann, sich mit dem eigentlich ja wenig erfreulichen Phänomen des Scheiterns zu beschäftigen, dass sich dabei also tatsächlich was lernen lässt, das hoffe ich heute Ihnen vermitteln zu können. Mal gucken, ob es mir gelingt. Ich beginne erstmal mit der Feststellung, die wir gerade schon in der Anmoderation gehört haben, mit der Feststellung, dass eben innovatorisches Scheitern und nicht etwa innovatorischer Erfolg der Regelfall ist.
Das geht eigentlich aus allen Studien hervor, die sich darum bemüht haben, den Erfolg respektive das Scheitern von Innovationsprozessen zu quantifizieren. Und entsprechende Studien kommen eben ganz regelmäßig zu dem Ergebnis, dass je nach Innovationstyp, auch je nach Branche, das schwankt also erheblich, dass aber, sagen wir mal, 60-90% aller Innovationsvorhaben scheitern. Also nochmal, scheitern ist der Regelfall. Wahrscheinlich hätte das Albrecht Ludwig Berblinger bei seinem Flugversuch vor knapp 210 Jahren wenig getröstet, aber dennoch stimmt es einfach, der Misserfolg oder in diesem Fall der Absturz ist eben sehr viel wahrscheinlicher als das Gelingen oder im damaligen Fall der Höhenflug. Ich muss Sie, wie ich fürchte, an dieser Stelle gleich enttäuschen. Es wird bei mir heute sehr wenig um Herrn Berblinger gehen. Der kommt gleich noch mal vor, aber eigentlich kommt er nur noch mal vor, um Ihnen zu erklären, warum ich nicht über Herrn Berblinger spreche. Sie werden sehen, dass das durchaus Sinn macht. Ich hoffe zumindest, dass ich das Ihnen vermitteln kann. Gut, aber kommen wir erstmal zurück zur Innovation, zu den Innovationen. Innovation, das muss ich Ihnen nicht erzählen, ist heute ein allgegenwärtiger Modebegriff. Dem kann man kaum entgehen. Innovationen erscheinen als Schlüssel zu Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum. Innovationen scheinen geradezu als Allheilmittel für jede Form der gesellschaftlichen, ökonomischen oder meinethalben jetzt auch gesundheitlichen Krise. Unglücklicherweise wird bei dieser Omnipräsenz des Innovationsbegriffs meistens darauf verzichtet, diesen Begriff klar zu definieren. Auch wird verzichtet, das Phänomen der Innovation zu problematisieren. Das heißt also, in aller Regel bleibt es bei der eher etwas vagen Ahnung, dass Innovationen irgendetwas mit Veränderungen zu tun haben. Natürlich mit Veränderungen im Sinne einer Verbesserung. Und daran haben auch aufsehenerregende Fehlschläge in der Vergangenheit überhaupt nichts geändert. Also diese bis heute überwiegend positive Deutung des Innovationsbegriffs, die ist nach wie vor präsent. Bestimmt erinnern sich die meisten von Ihnen noch an den Transrapid, von dem heute schon die Rede war und von dem später auch noch mal die Rede sein wird. Vielleicht erinnern sich einige auch noch an das Riesenwindrad Grovian oder den Frachtzeppelin Cargolifter. Man könnte viele weitere Beispiele bringen, allesamt gescheiterte Projekte, die aber eben nichts daran ändern konnten, dass wir bis heute in der Regel dazu tendieren, Innovation eigentlich unreflektiert mit Erfolg gleichzusetzen. Das möchte ich heute ändern. Also diesem Phänomen möchte ich begegnen. Und zwar zunächst einmal, indem ich eine pragmatische, wie ich hoffe, einigermaßen konsensfähige Definition für Innovation hier einführe und dann von dieser abgeleitet unmittelbar auch eine Definition von gescheiterter Innovation. Also, was ist eine Innovation? Unter einer Innovation verstehe ich die erstmalige wirtschaftliche Verwertung einer neuen Problemlösung. Das kann alles Mögliche sein. Also das kann eine Produktinnovation sein, also meinetwegen ein neues Fahrzeug. Das kann eine Prozessinnovation sein, also eine neue Art und Weise, wie ich Dinge herstelle. Das kann auch eine organisatorische Innovation sein, das ist eigentlich egal. Aber es geht eben um die erstmalige wirtschaftliche Verwertung einer neuen Problemlösung. Innovationen zeichnen sich eben durch ihre praktische Verwendung bzw. durch ihre wirtschaftliche Verwertung aus. Erst durch diesen Verwertungsaspekt wird aus einer Erfindung, also einer Invention, tatsächlich eine Innovation. Wenn wir jetzt darüber nachdenken, was heißt dann erfolgreich oder nicht erfolgreich, dann sage ich, erfolgreich sei eine solche wirtschaftliche Verwertung definitionsgemäß dann, wenn es eben grundsätzlich gelingt, durch diese Vermarktung, durch die Vermarktung der neuen Problemlösung mindestens die entstandenen Entwicklungs- bzw. Innovationskosten wieder zu erwirtschaften. Also man muss irgendwie das, was man da an Aufwendungen hatte, wieder reinbekommen. Um eine Innovation als erfolgreich einordnen zu können, genügt es dann also schon, dass sie kommerziell vorübergehend oder auch nur innerhalb einer kleinen Nische erfolgreich genug war, um eben diesen Rückfluss der Innovationsaufwendungen zu ermöglichen.
Und ganz unmittelbar abgeleitet davon können wir dann sagen, bei einer gescheiterten Innovation, beziehungsweise eigentlich korrekter formuliert, einem gescheiterten Innovationsversuch, misslingt die wirtschaftliche Verwertung in diesem eben definierten Sinne. Sagen, damit haben wir die Begriffe erstmal so einigermaßen geklärt. Vielleicht ist in dem Zusammenhang jetzt auch schon etwas klarer geworden, warum es heute nicht um Berblinger geht. Das hat schlicht damit zu tun, dass der Schneider von Ulm, was sein gesamtes Wirken und Wesen anbelangt, ein Erfinder war, kein Innovator. Also es ging ihm nicht primär um das Vermarkten, sondern es ging ihm um das Erschaffen. Und insofern haben wir es bei seinem Fluggerät zwar mit einer Invention zu tun, einer Erfindung, aber eben nicht mit einer Innovation. Also insofern spielt Berblinger hier nicht so eine Rolle. Und ich hoffe, es ist auch klar, warum nicht. Unsere eben formulierte Definition von Innovation, von gescheiterten Innovationsversuchen, eröffnet jedenfalls ein außerordentlich breites Forschungsfeld. Es beheimatet etwa die Unterdruckeisenbahn des frühen 19. Jahrhunderts, die Sie hier oben auf der linken Seite sehen, ebenso wie Kabinenbahnsysteme der 1970er Jahre. Wir stoßen auf Exoten wie ein Plastikfahrrad mit dem eigentümlichen Namen ITERA. Das sehen Sie da unten, von dem werde ich auch gleich noch ein bisschen was erzählen. Und wir stoßen auch auf zeittypische, längst verschwundene Technologien wie etwa die Dampfturbinenlokomotiven der 1920er Jahre. In der Regel, muss man sagen, wird die Existenz dieser Flops relativ schnell von der Welt vergessen. Also wahrscheinlich erinnert sich kaum jemand an diese Projekte. Was ich heute vorhabe, ist eben ein paar gescheiterte Innovationsversuche diesem drohenden Vergessen zu entreißen, um damit einige meines Erachtens charakteristische Gründe für innovatorisches Scheitern deutlich zu machen. Also es geht mir im Endeffekt um sowas wie eine Typologie des Scheiterns oder, wie wir gerade gehört haben, könnte auch sagen, eine Anatomie des Scheiterns, die es zu entschlüsseln gilt. Los geht's mit einem Misserfolg, der zu belegen vermag, wie trügerisch der anfängliche Hype um eine neue Technologie manchmal sein kann. Los geht's nämlich mit dem US-amerikanischen Bildtelefonsystem Picturephone. Wenn man danach fragt, wie es eigentlich aussieht, wie mit der medialen Präsenz bestimmter Zukunftsvisionen bzw. konkreter Zukunftsleitbilder, dann belegt das Konzept der, ich nenne es mal, bildunterstützten Telekommunikation ganz ohne Frage hier einen Spitzenplatz. Also nicht zuletzt im Science-Fiction-Genre gehört die Telekommunikation mit Ton und Bild zu den absoluten Selbstverständlichkeiten oder anders ausgedrückt, Bildtelefonie ist schon seit Jahrzehnten, schon seit mindestens einem Jahrhundert, kann man sagen, ein geradezu selbstverständliches, sehr verbreitetes und anhaltend präsentes Zukunftsleitbild. Also ob wir hier sozusagen Edison als Beispiel heranführen im späten 19. Jahrhundert oder das, was wir aus Star Trek kennen, Bildtelefonie ist insbesondere in diesem Science-Fiction-Genre schlicht eine Selbstverständlichkeit. Das mag auch ein Grund dafür gewesen sein, dass das neue Bildtelefonsystem Picturephone, das der US-amerikanische Telekommunikationskonzern AT&T 1964 auf der Weltausstellung in New York vorgestellt hat, damals von der Fach- und auch von der Publikumspresse geradezu euphorisch begrüßt wurde. Also es gab eine riesen mediale Reaktion auf dieses neue Bildtelefonsystem. Picturephone, so hieß es damals in der Presse, werde eine Kommunikationsrevolution auslösen. Prophezeit wurde der Siegeszug von Picturephone im privaten Bereich, aber vor allem sollte dieses neue System den Arbeitsalltag revolutionieren. Es wurde erwartet, dass diese neue Möglichkeit der Face-to-Face-Telekommunikation dazu führen werde, dass statt aufwendiger Geschäfts- oder Tagungsreisen in Zukunft Bildtelefonkonferenzen dominieren werden. Allgemein schien die physische Präsenz etwa von Angestellten, Auszubildenden, Verhandlungs- oder Diskussionspartnern bei vielen Gelegenheiten nicht mehr erforderlich zu sein. Und davon versprach man sich wiederum nach gerade umwälzende Folgen für den Alltag vieler Menschen, für ihr Arbeitsfreizeit sowie nicht zuletzt für ihr Mobilitätsverhalten. Sie merken schon, es ist ziemlich aktuell, was ich hier erzähle. Also ausgesprochen positive Resonanz 1964 auf die Vorstellung dieses neuen Systems.
Davon ermutigt begann AT&T dann noch im selben Jahr 1964 mit der Einrichtung öffentlicher Picturephone-Zellen. Wir gucken hier in so eine Zelle hinein, in vielen US-amerikanischen Städten. Die Entwicklung dieses Systems wirklich zur Markttauglichkeit, zur Alltagstauglichkeit, die dauerte noch ein paar Jahre. Aber ab 1970 bot das Unternehmen dann auch Bildtelefonanschlüsse für Büros und auch für Privathaushalte an. Dieses System sah bei der Marktanführung so aus, also etwas nüchterner als in dieser Form, die wir 1964 gerade gesehen haben. So, die weitere Geschichte dieses neuen Systems ist eigentlich schnell erzählt. Trotz der so positiven Reaktion wollte fast niemand das Bildtelefon tatsächlich benutzen. AT&T hielt diesen Picturephone-Dienst zwar für die wenigen angeschlossenen Kunden noch eine gewisse Weile aufrecht. Nach Jahren der Agonie wurde das System dann aber Mitte der 1970er Jahre wieder eingestellt. Damit war es eine gescheiterte Innovation zu diesem Zeitpunkt. Rein technisch gesehen, muss man sagen, hat Picturephone ganz gut funktioniert, war es durchaus erfolgreich. Das neue System oder dass dieses neue System Flop wurde, hatte andere Gründe, hatte damit zu tun, dass die vom Nutzer anzuschaffenden Endgeräte oder von der Nutzerin anzuschaffenden Endgeräte recht teuer waren. Außerdem kamen noch vergleichsweise hohe Nutzungsgebühren hinzu. Diese auch, aber eben nicht nur preisbedingt sehr langsame Verbreitung des Bildtelefons führte dann dazu, dass die Bildtelefongemeinde insgesamt zu klein blieb, um dieses neue System hinreichend attraktiv zu machen. Gerade bei Kommunikationstechnologien ist ja immer eine bestimmte kritische Masse erforderlich. Das heißt, eine gewisse Mindestverbreitung, die erreicht werden muss, um die Nutzung dieser Technologie ausreichend vorteilhaft werden zu lassen. Und diese kritische Masse, diese Mindestverbreitung wurde nie erreicht. Also wenn ich mit meinem Telefon niemand anrufen kann, bringt es mir nichts. Und die wenigen Bildtelefonkunden, die hier angeschlossen waren, das reichte halt einfach nicht, um sozusagen die ausreichende Durchschlagskraft hier zu entwickeln. Hinzu kam aber noch eine, wie ich finde, interessante psychologische Komponente, zumindest von seinen potenziellen privaten Nutzern wurde Picturephone als übergriffiges Medium empfunden. Es eröffnete Anrufer eben im wahrsten Sinne des Wortes Einblicke in die Privatsphäre des Gesprächspartners, die Gesprächspartner bei vielen Gelegenheiten zu gewähren eben nicht bereit waren, zumindest damals nicht. Sagen, da gibt es noch eine andere Vorstellung von Privatheit. Das heißt, in diesem Sinne war das System also an den Interessen oder man kann auch sagen an den Bedürfnissen seiner potenziellen Kundinnen und Kunden vorbei entwickelt, vorbei konstruiert worden. Es wäre aber zu kurz gegriffen, die Beschäftigung mit Bildtelefon jetzt an dieser Stelle schon abzubrechen. Picturephone gehört zu den gescheiterten Innovationen oder Innovationsversuchen, die weit über ihr eigenes materielles Leben hinaus Einfluss nahmen. Picturephone sollte nämlich schon damals mehr sein als ein reines Telekommunikationsinstrument. Gedacht war Picturephone als universelles Informations- und Kommunikationsinterface, wobei von seinen damaligen Entwicklern sehr breite Nutzungsvorstellungen formuliert wurden, die dann doch erstaunlich weitgehend dem entsprechen, was wir heute so mit dem Internet anstellen. Also, gedacht war an eine umfassende Nutzung, die unter anderem die Übermittlung unterschiedlicher Daten bzw. Texte, das Versenden von Bildern, den Fernunterricht oder auch den Verkauf von Produkten einschloss. Hier nochmal so eine Visualisierung aus dem Jahr 1964, also als das System vorgestellt wurde. Hier gucken wir also hinein in eine imaginäre vollelektrische Küche der frühen 1960er Jahre, die von der selbstverständlich weiblichen Haushaltsexpertin eben nicht einmal mehr für den Einkauf verlassen werden musste, schon gar nicht bei schlechtem Wetter. Man sieht es draußen vor dem Fenster, es regnet. Also wir haben es hier mit der Utopie einer Art individualisierten Teleshopping zu tun. Konkret, wenn wir dann sozusagen in die Einführungsphase von Picturephone gucken, konkret schlug AT&T darüber hinaus vor, ständig aktualisierte Wetterberichte anzubieten, Börsenkurse zu übertragen oder auch Flugbuchungen per Picturephone vorzunehmen. Wenn wir nochmal uns erinnern an diese imaginierte gesamtgesellschaftliche Wirkung nach der Vorstellung 1964, dann erscheint uns das vielleicht überzogen für diese Zeit, aber eben auch
als Leitbild, als Vorstellung davon, wie eigentlich so die Welt und die Zukunft aussehen soll, bemerkenswert vertraut. Also es ist uns alles eigentlich bemerkenswert vertraut. Also trotz seines Scheiterns eröffnete Picturephone einen bestimmten Technologiediskurs, der die Welt der Informationstechnologie langfristig prägte oder genereller formuliert an dieser Stelle. Das Scheitern von Innovationen muss überhaupt nicht dazu führen, dass die mit ihnen eingeschlagenen technologischen Pfade, die Entwicklungswege, die hier beschritten werden, dass die dauerhaft geschwächt werden. Im Gegenteil können auch gescheiterte Innovationen technologische Pfade prägen und sogar langfristig stabilisieren. Jetzt ist es selbstverständlich kein Zufall, dass ich Ihnen die Geschichte von Picturephone gerade heute erzähle. Was wir eben gesehen haben, ist uns eben im letzten halben Jahr doch bemerkenswert vertraut geworden. Also viele von uns werden in den vergangenen Monaten eine Menge Zeit in Online-Konferenzen verbracht haben. Das Homeoffice ist zur neuen Normalität gewährt worden und selten zuvor hat man so viel Zeit mit Verwandten und Freunden am Bildschirm verbracht wie im Frühjahr 2020. Zumindest mir ging es so. Was uns Picturephone hier also deutlich machen kann, ist, dass Aussagen zum Scheitern offenbar Aussagen mit sehr begrenzter Reichweite, wie ich es nenne, sind. Scheitern kann stets nur für einen bestimmten Zeitraum und einen bestimmten geografischen oder auch kulturellen Raum eindeutig diagnostiziert werden. Eine einmal gescheiterte Technologie kann durchaus zu einem späteren Zeitpunkt in einem anderen Nutzungsumfeld oder eben unter anderen gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen sehr erfolgreich werden. Es ist jedenfalls keine sehr mutige Prophezeiung, wenn ich voraussage, dass uns die unter Corona-Bedingungen etablierten neuen Kommunikationspraktiken auch nach der Pandemie wohl nie mehr verlassen werden. Und irgendwo sind wir hier in einem bestimmten technologischen Pfad drin, bei dem eben Picturephone möglicherweise einen der Anfänge hier repräsentiert. Gut, so viel erstmal zu meinem ersten Beispiel und zu Picturephone. Ich komme zum nächsten und trotz gewisser Parallelen dann doch deutlich anders gefloppten Innovation, nämlich zum bereits erwähnten Plastikfahrrad Itera. Ich zeige Ihnen dieses Fahrrad nochmal. Ein Fahrrad, das 1982 auf den Markt gekommen ist, ging ursprünglich auf Freizeitbasteleien einiger Volvo-Ingenieure zurück. Diese Volvo-Ingenieure wollten ein preiswertes, leichtes und dabei haltbares Rad entwickeln. Und tatsächlich erwies sich das entstandene Plastikrad als robust und bequem, war gut zu fahren, bot zudem den Vorteil, aus nur wenigen Einzelteilen zusammengesetzt zu sein. Das heißt also, es bot auch produktionstechnische und produktionsorganisatorische Vorteile gegenüber einem klassischen Fahrrad dieser Zeit. Um dem Rahmen dieses Plastikrads aber die erforderliche Steifheit zu verleihen, musste das Kunststoff-Spritzgussteil, aus dem dieser Rahmen bestand, ungewöhnlich dick ausfallen. Sie sehen das hier unmittelbar. Also das ist ein ziemlich klobiges Ding mit dem, was wir hier zu tun haben. Potenzielle Käufer empfanden dieses zukunftsweisende Rad daher als altmodisch und eben klobig. Seinem Plastikmaterial haftete das Image des billigen Ersatzes an und das sportliche Design, das der Käufer oder die Käuferin in den frühen 1980er Jahren von einem futuristischen Rad erwartete. Dieses Design konnte unser Kunststoffmodell nicht bieten. Preislich lag es etwa im Bereich konventioneller Qualitätsräder, das heißt also auch unter Sparaspekten sprach nichts für den Umstieg aufs Plastikrad. Schließlich muss man sagen, wenn man über Rahmenbedingungen nachdenkt für so einen Einführungsversuch, muss man sagen, als dieses Rad auf den Markt kam, flaute gerade die westeuropäische Fahrradwelle, die sich in Reaktion auf die beiden Ölpreiskrisen der 1970er Jahre formiert hatte, schon wieder ab. Also hier war man sozusagen hinter der Welle mit der Markteinführung. Als das Plastikfahrrad Anfang der 1980er Jahre auf den Markt kam, landeten die Akteure also mit diesem Innovationsversuch sozusagen hinter dem Zeitfenster für die Vermarktung neuer Fahrräder. Last but not least, ein ganz wichtiger Aspekt in diesem Fall, verlangte die Nutzung dieses auffälligen Plastikfahrrads sozialen Mut. Das heißt, mit
diesem ungewöhnlichen Gefährt erregte man Aufsehen im öffentlichen Raum. Es drohte, seinen Nutzern oder Nutzerinnen der Lächerlichkeit preiszugeben. Im Endeffekt wollte daher fast niemand dieses hässliche Rad haben, so modern es möglicherweise auch sein mochte. Falls Sie ihn nicht erkennen, wir sehen hier den damaligen US-amerikanischen Präsidenten Jimmy Carter, der bei einem Staatsbesuch in Schweden Anfang der 1980er Jahre einen ITERA-Prototypen Probe fährt. Und in dem Zusammenhang ist dieses Foto entstanden. Gut, das war unser Plastikfahrrad. Damit zu meinem dritten Beispiel, das ich Ihnen heute präsentieren möchte, zu meinem dritten und letzten Beispiel, das noch einmal zu belegen vermag, dass nicht jede gescheiterte Produktinnovation auf ewig von der Bildfläche verschwinden muss. Es geht mir nämlich jetzt um das Beispiel der Mikrowelle, also des Mikrowellenofens, des Mikrowellenherdes. Die Mikrowelle ist heute zugegebenermaßen eine kommerziell erfolgreiche Technologie, aber sie war es eben nicht immer. Der erste Versuch, Mikrowellenherde auf den Markt zu bringen, schlug Ende der 1940er, Anfang der 1950er Jahre gründlich fehl. Damals konnte sich kaum jemand für einen Apparat erwärmen, der mit Hilfe mysteriöser Wellen eines elektromagnetischen Feldes das Essen erhitzt. Aber zunächst möchte ich ein paar Bemerkungen machen, bevor wir das Fallbeispiel uns näher angucken, zur Funktion von Mikrowellenherden. Wirklich nur ganz knapp. Im Kern besteht so eine Mikrowelle genau wie ein Radargerät aus einem pulsierenden Mikrowellensender, dem sogenannten Magnetron, das hier oben rot zu sehen ist. Mithilfe dieses Magnetrons können Mikrowellen gleichsam in so ein Metallgehäuse hinein, in Anführungsstrichen, gesendet werden, wo dann ein elektromagnetisches Feld hoher Dichte entsteht, dessen Energie ausreicht, um die Flüssigkeit in Speisen rasch zu erwärmen. Das ist jetzt ausgesprochen verkürzt an dieser Stelle, aber ich denke, es reicht, um uns klarzumachen, womit wir es hier zu tun haben bei der Mikrowelle. Bei der Mikrowelle handelt es sich um eine zivile Technologie, die unmittelbar als Spin-off aus der Rüstungsforschung hervorgegangen ist. Es war nämlich die US-amerikanische Rüstungsfirma Raytheon, die in den 1940er Jahren intensiv an der Verbilligung der Herstellung von Magnetronröhren arbeitete. Die Rahmenbedingungen sind uns klar, wir sind hier in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Es gab einen riesigen aufnahmefähigen Markt für diese Magnetronröhren und die Firma Raytheon versucht jetzt also, diesen Markt zu bedienen mit dem, was sie hier entwickelt hat. Einer häufig kolportierten Anekdote nach, ich habe keine Ahnung, ob sie stimmt, wurde das Prinzip des Mikrowellenherdes dann per Zufall entdeckt, nämlich als einem Ingenieur der Firma Raytheon 1945 beim Herumschrauben an einem Radargerät ein Schokoriegel in der Hosentasche schmolz. Percy Spencer, so hieß dieser Ingenieur, erkannte daraufhin den Zusammenhang zwischen Radarwellen und Erwärmung und im Auftrag von Raytheon begann er dann sich systematisch mit der Idee des Mikrowellenherdes zu beschäftigen. Bereits zwei Jahre später, also 1947, konnte dann der erste entsprechende Ofen in den USA auf den Markt gebracht werden. Rahmenbedingungen sind uns wieder klar. Der Krieg ist vorbei. Die militärische Nachfrage nach Magnetronröhren war zumindest vorübergehend rückläufig und Raytheon suchte jetzt sozusagen nach neuen zivilen Märkten für die eigenen Produkte und kam dabei auf den Mikrowellenherd. Wie sah dieses Ding aus? Es sah so aus. Es ist das große Ding auf der rechten Seite des Bildes naheliegenderweise. Ein kommerzieller Erfolg war diese erste Mikrowelle nicht. Der mit 2000 US-Dollar vergleichsweise teure, kühlschrankgroße Apparat konnte im Endeffekt nur an wenige Großküchen verkauft werden. Der Einzug in die Privathaushalte gelang ihm nicht. Gucken wir uns das etwas näher an, dass die Firma Raytheon diesem Mammutherd den wenig küchen- und familientauglichen Namen Radar Range gab, trug nicht eben zur Marktgängigkeit dieses neuen Produktes bei. Es war einfach zu deutlich, die militärische Herkunft diesem Gerät noch anzumerken, sogar im Namen, der da vergeben wurde. Die Produktion des ersten Mikrowellenherdes musste jedenfalls nach einigen Jahren wieder eingestellt werden. Mitte der 1950er Jahre handelt es sich somit bei der Mikrowelle um eine gescheiterte Innovation. Die Dinger wurden übrigens auch in Westdeutschland vertrieben, ab den frühen 50er Jahren, aber auch hier ohne Erfolg.
Also es bedurfte eines zweiten Anlaufs, um den neuen Ofen zum Erfolg werden zu lassen. Seit den 1960er Jahren bemühten sich nicht zuletzt japanische Unternehmen um eine Verkleinerung und Verbilligung der Mikrowelle. Und sie schufen damit eben die Voraussetzungen für den späteren Erfolg der Geräte. Ihren eigentlichen Siegeszug trat die Mikrowelle allerdings erst etwa ab Mitte der 1970er Jahre an. Und für diesen Erfolg, der dann tatsächlich einsetzte, musste sich vor allen Dingen auch die Welt erst einmal ändern. Man muss sich nochmal klar machen, der kommerzielle Durchbruch gelang der Mikrowelle erst in einer neuen Gesellschaft voller Single-Haushalte, voller Doppelverdiener mit oder auch ohne Kinder. Diese Welt hatte es in den 1940er und 1950er Jahren so noch kaum gegeben. Das heißt, erst jetzt, einige Jahrzehnte später, bestand der Bedarf nach einer Rationalisierung des Essens, des Kochens eher als des Essens, und erst jetzt bestand auch der Bedarf nach einer zeitlichen Entkopplung von Zubereitung und Verzehr von Mahlzeiten. Dass diese Entwicklung damals einherging mit Faktoren wie gezieltem Marketing, dem Aufbau eines breiten Angebots Mikrowellen geeigneter Fertiggerichte sowie natürlich dem steigenden gesamtgesellschaftlichen Wohlstand, das liegt auf der Hand. Jedenfalls können wir feststellen, parallel zur Weiterentwicklung der Geräte, zur Weiterentwicklung dieser Technik, musste sich eben auch die Welt erst einmal weiterentwickeln, sodass diese Technik jetzt mit ihrem Nutzungsumfeld harmonierte, was so eben in den 40er, 50er Jahren schlicht noch nicht der Fall war. Schließlich sei noch erwähnt, und das finde ich auch ganz interessant, dass Mikrowellen zwar in den USA, in Deutschland und in Großbritannien sich sehr gut verkaufen, in Ländern mit anspruchsvollerer Esskultur wie Frankreich und Italien aber nach wie vor Akzeptanzprobleme haben. Also natürlich gibt es sie da auch, aber sozusagen nicht in dieser Verbreitungsdichte wie in anderen Ländern. Heißt also ganz offenbar, muss bei der Frage nach Erfolg oder Misserfolg von Technologien auch das jeweils spezifische kulturelle Umfeld in den Blick genommen werden, um sozusagen bestimmte Erklärungen dann dafür finden zu können. So, und jetzt komme ich schon zu meinem Fazit. Eigentlich könnte ich Ihnen jetzt noch ganz viel erzählen. Also dieser kurze Einstieg in die Welt der gescheiterten Innovationen ließe sich im Grunde fast beliebig fortsetzen, was schlicht damit zu tun hat, dass der Friedhof fehlgeschlagener Entwicklungen zum Bersten voll ist. Also es gibt jede Menge. Dass Innovationsversuche scheitern, ist dabei in aller Regel nicht monokausal zu erklären. Es gibt also meist nicht nur eine entscheidende Ursache für Misserfolg, sondern in der Regel scheitern Innovationsversuche an ganzen Problembündeln. Innerhalb dieser Vielfalt, die zunächst so ein bisschen unüberschaubar erscheint, sind allerdings meines Erachtens gewisse Regelmäßigkeiten, gewisse sich wiederholende Muster oder Abläufe zu erkennen. Und jetzt kommen wir zu der versprochenen Typologie des Scheiterns. Unternimmt man den Versuch, die für das Scheitern verantwortlichen Ursachen Bündel zu entflechten und die erkennbaren Ursachen Stränge verschiedenen Kategorien zuzuordnen, so zeigen sich mindestens, würde ich sagen, 5 signifikante Schwerpunkte. Und ich möchte diese 5 Schwerpunkte, diese Idealtypen des Scheiterns, um nichts anderes handelt es sich, kurz zusammenstellen. Ich fange an mit Typ 1, Innovationsversuche, die an technischen Problemen scheitern. Das ist jetzt nicht eben erstaunlich. Also das ist eigentlich so, wie man es erwartet. Also in einem engeren Sinne, technische Probleme sind für das Scheitern einer Reihe von Innovationsversuche zumindest mitverantwortlich. Das heißt, die Neuerungen zeigten nicht die von den Entwicklern oder ihren Nutzerinnen und Nutzern erwarteten bzw. gewünschten Eigenschaften, was dann eben zu einer Einstellung bzw. regelrecht zum Scheitern des Innovationsvorhabens führte. Ausdrücklich hinweisen möchte ich aber darauf, dass bei den heute vorgestellten Beispielen technische Probleme eine eher untergeordnete Rolle spielen, und das scheint mir nicht untypisch. Sicherlich krankte das Picture Phone auch an seiner noch relativ schlechten Bildqualität, und sicherlich trug etwa die technisch bedingte Größe der frühen Mikrowelle zu ihrem kommerziellen Misserfolg bei. Dennoch, es waren eben nicht in allererster Linie technische Probleme. Und technische Probleme stehen in einer Geschichte des Scheiterns auch durchaus nicht an erster Stelle. Damit komme ich zu Idealtyp 2, Innovationsversuche, die aufgrund der spezifischen Konkurrenz
Situation scheitern. Auch das dürfte weitgehend erwartungskonform sein, also die Feststellung, dass eben die jeweilige Konkurrenzsituation von maßgeblicher Bedeutung für Erfolg oder Scheitern einer Neuerung ist. Viele Innovationsversuche scheiterten aufgrund überlegener Konkurrenz, sei es, dass diese überlegene Konkurrenz bereits erfolgreich am Markt präsent war, dass alte Techniken in Reaktion auf die neue Herausforderung weiterentwickelt wurden oder dass andere, sozusagen konkurrierende neue Techniken den erhofften Erfolg vereitelten. Alles andere als trivial ist es dann wieder herauszufinden, worin denn eigentlich die Überlegenheit der konkurrierenden Technik besteht. Natürlich spielen harte Faktoren eine Rolle, also sowas wie bessere Leistungsdaten, niedrigere Kosten, das spielt natürlich eine Rolle. Nicht minder entscheidend können allerdings Faktoren wie größere Marktmacht der Konkurrenz, gelungenere PR-Arbeit, bessere Kundenbetreuung oder generell höhere Konformität mit dem gegebenen Nutzungsumfeld sein. Wenn wir jetzt die heute vorgestellten Beispiele nochmal Revue passieren lassen, dann spielt der Faktor überlegene Konkurrenz vor allem beim Plastikgrad eine größere Rolle. Da haben wir einfach schicke andere Fahrräder, die auf dem Markt sind und gegen die man sich hätte durchsetzen müssen. Bedingt trifft das sicherlich auch auf die frühe Mikrowelle zu, wobei es bei der Mikrowelle der gerade in dieser Zeit beginnende Siegeszug des konventionellen Elektroherdes war, der zunächst die Anschaffung eines zweiten neuen Kochgeräts unsinnig erschienen ließ. Also wenn ich gerade dabei bin, sagen meine vollelektrische Küche zu realisieren, dann kaufe ich nicht auch noch sozusagen dieses Zusatzgerät Mikrowelle. Damit zum Typ 3, Innovationsversuche, die aufgrund einer Fehleinschätzung der potenziellen Nutzer scheitern, Nutzer und Nutzerinnen scheitern. Ein entscheidender Punkt für die Erfolgsaussichten einer Innovation ist eine möglichst enge Verbindung zwischen Innovator, Innovatoren und Nutzern und Nutzerinnen. Fehlt das Verständnis für Nutzerbedürfnisse, Nutzererwartungen oder Fähigkeiten, droht der Innovationsversuch auf Seiten der potenziellen Nutzer an fehlender Akzeptanz zu scheitern. Gucken wir uns die heutigen Beispiele an. So war das sicher sowohl beim Picture Foam wie beim Plastikfahrrad und auch bei der frühen Mikrowelle der Fall. Alle drei scheiterten auch an einer Fehleinschätzung, beziehungsweise wir können auch sagen, einer Fehlkonstruktion der zukünftigen Nutzer und Nutzerinnen im Entwicklungsprozess. Also die Nutzerinnen und Nutzer, die man sich vorgestellt hat, waren nicht die, die dann tatsächlich diese Produkte eben nicht gekauft haben. Typ 4, Innovationsversuche, die aufgrund eines zu hohen Neuheitsgrades scheitern, will sagen, der Neuheitsgrad oder auch die Radikalität einer Innovation darf nicht so groß sein, da ansonsten die Gefahr besteht, dass diese Innovation übermäßig hohe Anpassungsleistungen erforderlich macht. Das heißt, bei zu hohem Neuheitsgrad passt die neue Technologie nicht in die herrschende Produktionsprodukt- oder Verwendungskultur. Ihre Herstellung, ihre Verbreitung oder ihre Nutzung erfordert dann zu aufwendige technische, mentale oder auch soziale Veränderungen. Oder anders ausgedrückt, die Anpassungskosten, und zwar Anpassungskosten im wörtlichen wie im übertragenen Sinne, sind zu hoch. Das heißt, sie stehen in der Perspektive der Investoren und oder Nutzer in einem unangemessenen Verhältnis zur relativen Vorteilhaftigkeit der jeweiligen Technologie. Das wiederum begegnet uns bei einer Vielzahl von Innovationsvorhaben und Innovationsversuchen. Das reicht vom sogenannten Smartphone bis hin zum zumindest im Moment noch Elektrofahrzeug, dessen relative Vorteilhaftigkeit eben noch nicht überzeugend genug ist, um wirklich von einer breiten Masse von Kundinnen und Kunden gekauft und benutzt zu werden. Was unsere heutigen Beispiele anbelangt, so zeigt sich dieses Problem am auffälligsten beim Picturephone. Es trifft bedingt aber auch auf unsere anderen Beispiele zu. Damit komme ich zum letzten Typ, Typ 5. Bisschen komplexer vielleicht, Innovationsversuche, die aufgrund eines sogenannten instabilen Entwicklungsumfeldes scheitern. Damit ist gemeint, dass Innovation, wenn sie bis zur Markteinführung und auch über diese Markteinführung hinaus erfolgreich umgesetzt werden sollen, dann sind diese Innovationen auf ein in mehrfacher Hinsicht stabiles Umfeld, einen, wie ich es nenne, stabilen Entwicklungsraum
angewiesen. Eine möglichst hohe Stabilität bzw. Vorhersehbarkeit sollte bei der Zusammensetzung des beteiligten Kernpersonals, bei den grundsätzlichen Entwicklungszielen, naheliegenderweise beim Entwicklungsbudget sowie beim beteiligten Entwicklungsnetzwerk gegeben sein. Eine schwankende oder sprunghafte staatliche Innovations- bzw. Interventionspolitik, übermäßige Konkurrenz zwischen verschiedenen Projekten innerhalb eines Entwicklungsnetzwerks, Misstrauen zwischen Firmenleitung und Entwicklungsabteilungen oder auch Rivalität zwischen verschiedenen Abteilungen können zur massiven Gefährdung bzw. letztlich eben zum Scheitern von Innovationsvorhaben führen. Am Beispiel des Picturephones und bedingt auch des Plastikfahrrads kann man allerdings noch ein anderes, ganz anders gelagertes Problem verdeutlichen, das ich als Abschottungsproblem bezeichnen möchte. Innerhalb eines stabilen Entwicklungsraums droht nämlich die Gefahr einer gewissen Betriebsblindheit, droht also die Gefahr, dass sich verändernde Rahmenbedingungen, die aber für den zukünftigen Verwendungszusammenhang der neuen Technologie entscheidend sind, dass diese sich verändernden Rahmenbedingungen von den Innovatoren nicht ausreichend wahrgenommen werden. Unter den Bedingungen einer solchen Abschottung steigt dann die Gefahr, dass ein Innovationsvorhaben technische Antworten auf Fragen hervorbringt, die eigentlich niemand stellt bzw. niemand mehr stellt, oder anders ausgedrückt, dass eine Technologie entsteht, die außerhalb des Entwicklungsraumes niemand mehr haben will. Und jetzt kommen wir tatsächlich zum Transrapid, noch relativ rasch. Vom Transrapid war ja in der Vortragsankündigung die Rede, und daher schulde ich Ihnen also auch noch ein paar Worte zum Transrapid. Ich würde sagen, der Transrapid ist ein geradezu klassisches Beispiel für das Abschottungsproblem. Die Entwicklung des Transrapids begann im Wesentlichen in den 1960er Jahren. Damals zielte er auf eine zweifellos vorhandene Nische im öffentlichen Fernverkehrsangebot, nämlich die Entfernungs- und Geschwindigkeitslücke zwischen der Eisenbahn auf der einen Seite, die sozusagen damals bis zu einer Entfernung von etwa 200 Kilometern relativ bequem, kommod zu benutzen war. Auf der anderen Seite das Flugzeug, dessen Nutzung damals vergleichsweise teuer war und das ab etwa 600 Kilometer sinnvoll zu sein schien, wenn man es sich denn leisten konnte. Für diese Lücke im Verkehrsangebot irgendwo zwischen 200 und 600 Kilometer war der Transrapid ursprünglich konzipiert. Bei seiner versuchten Einführung Ende des 20. Jahrhunderts war jedoch diese Lücke nicht mehr vorhanden. Und zwar einerseits aufgrund einer markanten Geschwindigkeitssteigerung im Bahnfernverkehr, Stichwort ICE. Das hat man in den 60er Jahren nicht geahnt, dass die Radschiene-Technologie noch sozusagen diese Entwicklungsmöglichkeiten haben würde. Andererseits aufgrund deutlich sinkender Nutzungskosten im Flugverkehr, Stichwort Billigflieger. Das heißt also, diese Nische ist von beiden Seiten zusammengeschmolzen und war beim Einführungsversuch eigentlich nicht mehr da. Wir haben es also hier mit einem Beispiel von nicht zuletzt subventionsbedingter Abschottung zu tun, mit dem Ergebnis, dass die Technologie auf eine Angebotslücke zielte, die bei ihrer versuchten Einführung im Grunde nicht mehr vorhanden war. Auch hier, das knüpft an unsere anderen Beispiele an, auch hier bleibt im Übrigen abzuwarten, gerade im Moment abzuwarten, ob durch unsere unter anderem dem Klima geschuldeten Abschied vom Fernverkehr die Karten hier noch einmal neu gemischt werden. Also ich glaube nicht, dass wir ein Revival des Transrapids erleben, aber auch da würde ich sozusagen für diese These nicht meinen Hund ins Feuer legen. Also insofern warten wir mal ab. Gut, ich gehe noch mal zurück mit den Folien auf diese Typologie. Und zwar möchte ich nochmal auf das verweisen, was hier ganz unten steht, nämlich Timing. Was immer wieder deutlich geworden ist und immer wieder deutlich wird, wenn man sich mit gescheiterten Innovationen beschäftigt, ist die zentrale Bedeutung des Innovationszeitpunkts für den Erfolg oder eben auch Misserfolg eines Innovationsversuchs. Bei der Beschäftigung mit gescheiterten Innovationen spielen Probleme aufgrund eines ungünstigen Timings fast immer eine wichtige Rolle. Zeittypische Rahmenbedingungen ökonomischer, gesellschaftlicher, politischer, aber durchaus auch technischer Natur können ebenso wie zeitlich befristete Trends über Erfolg oder Misserfolg einer Innovation entscheiden.
Gut, ich glaube, ich bin mit der Zeit einigermaßen durch. Insofern lasse ich es vielleicht mal bei der, an der Stelle stehen. Eigentlich wollte ich Ihnen noch sagen, warum ich als Technikhistoriker so ein großes Interesse an gescheiterten Innovationen habe, weil es nämlich eine veränderte Perspektive auf den technologischen Wandel eröffnet. Aber das können wir vielleicht auch jetzt noch diskutieren. Insofern bedanke ich mich erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. So, verehrte Gäste, lassen Sie uns die Berblinger Spirit Talks auch zu den Talks, zu den Gesprächen werden. Gibt es denn schon gleich erste Frage hier im Publikum, im Saal? Ja, hier gleich, hier vorne. Es kommt ein desinfiziertes Mikrofon zu Ihnen. Zunächst mal vielen Dank für Ihren spannenden Vortrag. Ich möchte mit ein paar Anmerkungen beginnen und dann noch eine Frage stellen. Die Anmerkung bezieht sich zunächst mal auf das Thema Kultur, was Sie angesprochen haben, was auch eine Rolle spielt für die Akzeptanz. Mich hat es sehr überrascht, dass zum Beispiel das Fahrrad, das in den Niederlanden eine Selbstverständlichkeit ist, das Fahrrad, dass das zum Beispiel in Palästina so gut wie nicht genutzt wird. Also es gibt Kulturkreise, auch China, wo das Fahrrad aufgegriffen wird, und es gibt andere Kulturkreise, wo man zu Fuß geht oder das Auto nimmt, aber nicht mit dem Fahrrad fährt. Erstaunlich. Eine Anmerkung möchte ich auch machen bezüglich Ihrem Punkt 4, die aufgrund eines zu hohen Neuheitsgrades scheitern möchte, beim zu neuen Neuheitsgrad auf das Thema Infrastruktur zu sprechen kommen. Am Anfang des Telefaxes, also der Fernkopie, war es wohl ein Problem, dass man eine Gegenstelle brauchte, um seinen Fernkopierer auch sinnvoll verwenden zu können. Und solange erstmal keine Marktpenetranz da war und man keinen Partner hatte, mit dem man sich Faxe schicken konnte, war das Teil auch langweilig. Es hat also schon eine ganze Weile gedauert, bis das überhaupt erst einmal anfing zu fliegen. Beim Elektrofahrzeug sehe ich auch das Thema Infrastruktur noch, weil in vielen Garagen oder Stellplätzen heute noch keine Steckdose ist. Und auch das ist etwas, wo wir sicherlich einen langen Atem brauchen, bis das mal was wird. Zum Thema Konkurrenzsituation und auch Infrastruktur möchte ich auch anführen, dass es bei den Videorekordern verschiedene Systeme gab. Das Video 2000 mit der Wendekassette war wohl eine technisch durchaus ansprechende Lösung, wo man aber sagen muss, es gab andere Firmen, die eine andere Lizenzpolitik gefahren haben, mit dem Ergebnis, dass das halt eine höhere Marktpenetranz hatte und dafür sich halt dann mehr, ich sag mal, Kassetten zum Beispiel gefunden haben. Und das hat sich dann eben durchgesetzt, nicht wegen technischer Überlegenheit, sondern vielleicht auch wegen der Lizenzierungsstrategie, dass man dafür dann auch Kassetten leihen konnte. Die Frage möchte ich jetzt stellen bezüglich der Möglichkeit abzuschätzen, wie es denn bei laufenden Innovationen ist, kann man denen schon im Prinzip sagen, ihr werdet scheitern, wir könnten abbrechen. Wenn man sich also Ihre Kriterien anschaut, gibt es dann die Chance zu sagen, wenn man sich kritisch eine laufende Innovation anschaut, könnte man vielleicht sich sparen, die eine oder andere zu Ende zu führen. Und als Beispiel dafür möchte ich nennen, wo ich mir selber die Frage stelle, lohnt es noch die Kernfusion zur Stromherstellung? Dankeschön. Gut, ich könnte die zahlreichen Anmerkungen jetzt nochmal kommentieren. Ich verzichte darauf. Also dieser Formatkrieg bei den Videorekordern ist ja ein ganz berühmtes Beispiel, an dem man eben deutlich macht, dass es nicht die technische Überlegenheit unbedingt ist, die zum Erfolg führt, sondern dass es andere Faktoren sind, wie Lizenzstrategie, Präsenz in den entstehenden Videotheken, einen bestimmten Charakter des Angebots, das man da hatte, und so weiter und so fort. Also es war auf jeden Fall nicht die technische Überlegenheit von VHS, die VHS dann zum Erfolg geführt hat. Zu Ihrer letzten Frage, das ist ja eigentlich die Frage danach, ob sich diese Typologie des Scheiterns, die ich hier präsentiert habe, gleichsam prospektiv wenden lässt. Also ob sich darüber Aussagen über die Zukunft generieren lassen. Ich bin dabei relativ skeptisch, ob das funktioniert. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass ich als Historiker ja auf diese Innovationsprozesse gleichsam aus der Vogelperspektive gucken kann. Also ich habe sozusagen die volle Übersicht über die Quellen. Wenn ich Glück habe, habe ich die volle Übersicht über die Quellen. Ich habe Informationen über den Verlauf des Projekts und auch über die Veränderung der Rahmenbedingungen im Verlauf des Projekts, die die handelnden Akteurinnen und Akteure in der jeweiligen historischen Situation nicht hatten und auch nicht haben konnten. Also sozusagen diese Perspektive, die ich einnehme, als jemand, der sozusagen diese Projekte nachträglich seziert,
kann sozusagen der zeitgebundene Akteur einfach nicht entwickeln, sondern der ist sozusagen gefangen in seiner Zeitperspektive, gefangen in seiner individuellen Perspektive und kann der kaum entkommen. Das heißt sozusagen, kann diese breitere Perspektive eigentlich nicht entwickeln oder anders ausgesagt, aus der Sicht des historischen Akteurs kann dieser Akteur eigentlich im Innovationsprozess alles richtig machen und trotzdem entsteht im Endeffekt ein Flop. Und sozusagen, da ist wenig dran zu ändern. Das ist der erste Teil der Antwort. Der zweite Teil der Antwort ist, was natürlich schon gelingt, ist eine bestimmte Art von Problembewusstsein zu entwickeln und sozusagen ein bestimmtes Nachdenken darüber, ob möglicherweise eine dieser Typen, die ich hier zusammengestellt habe, für das eigentliche Innovationsvorhaben relevant sein könnte. Also es gibt, ich glaube schon, dass es sozusagen in den vergangenen, sagen wir, ein, zwei Jahrzehnten eine gestiegene Aufmerksamkeit gegeben hat für die Gefahr des Scheiterns, für die Probleme, die mit drohendem Scheitern einhergehen und auch eine gewisse Tendenz dazu gegeben hat, dieses Scheitern zu enttabuisieren. Im Endeffekt ist es bis heute tabuisiert. Also man spricht im Unternehmen nicht darüber, dass etwas schief geht. Man gefährdet damit nicht seine persönliche Karriere. Sowas funktioniert nicht gut, aber es gibt gewisse Tendenzen dazu, das langsam aufzubrechen. Natürlich nicht mit dem Ergebnis, dass nichts mehr scheitert, das wäre Unsinn, aber möglicherweise mit dem Ergebnis, und da sind wir bei Ihrem letzten Punkt, möglicherweise mit dem Ergebnis, dass bestimmte Projekte früher beendet werden und insofern weniger Ressourcen verschlingen, als wenn man sie gegen die Wand knallen würde, weil niemand über mögliches Scheitern sprechen mag. Das war jetzt aber eine relativ lange Antwort, vielleicht gehen wir einfach erstmal zur nächsten Frage. Ja. So, das Mikrofon ist in der Zwischenzeit desinfiziert worden, während Sie im Saal überlegen. Wir haben eine Frage hier aus dem Livestream von unserer Anne Zimmermann. Genau, im Livestream wurde eine Frage zum Timing gestellt. Was tun, wenn man tatsächlich circa 25 Jahre zu früh eine zwar gesellschaftlich nützliche und sinnvolle Innovationsidee hat, die Gesellschaft noch nicht bereit erscheint, beziehungsweise die umzusetzende Industrie andere Interessen hat? Was tun? Wir sind Gefangene unserer Zeit. Also so, das ist jetzt eine extrem, dann vielleicht doch flapsige Antwort darauf. Und eigentlich sollte ich ja keine flapsigen Antworten geben. Aber sozusagen in gewisser Weise ist das natürlich bei uns allen so, dass wir Gefangene unserer Zeit sind und dass diese Zeit eben bestimmte Handlungsoptionen eröffnet und bestimmte Handlungsoptionen verschließt oder eben nicht eröffnet. Also erstmal ist die Frage, wie stelle ich fest, dass meine innovative Idee 25 Jahre zu früh ist. Dazu müsste ich ja wissen, wie die nächsten 25 Jahre sich entwickeln. Und ich bin einigermaßen skeptisch, dass irgendjemand das wirklich zuverlässig überblicken kann. Also insofern finde ich schon die Diagnose schwierig dieses Phänomens. Und die Heilung scheint mir ohne Fluxkompensator und Zeitreisenoption einigermaßen schwierig. Ja, vielen Dank. Im Saal, weitere? Ja, hier drüben. Ja, danke auch für den interessanten Vortrag. Ich habe eine Frage, und zwar gibt es Beispiele in der Vergangenheit von Innovationen, die vielleicht von verschiedenen Richtungen auch, sage ich mal, torpediert wurden mit Kritik, die vielleicht auch ungerechtfertigt ist und die deswegen gescheitert sind. Kennen Sie da Beispiele? Also Sie meinen im Grunde genommen Innovationsversuche, die halt aufgrund oder die abgewürgt wurden von sozusagen potenziellen Konkurrenten, die sozusagen ihr Geschäftsmodell dadurch gefährdet sahen. Ich muss gestehen, dass ich aus der Hüfte geschossen dafür kein gutes Beispiel liefern könnte, dass das so passiert ist. Es ist natürlich bekannt, dass Unternehmen bestimmte Patente aufkaufen, die ihnen gefährlich werden könnten, um sozusagen genau das letztlich zu erreichen, was sie skizzieren, nämlich sozusagen Konkurrenz zu verhindern, bevor diese sich überhaupt manifestiert. Aber sozusagen ein gutes Beispiel könnte ich jetzt tatsächlich so mal eben nicht aus der Tasche zaubern. Das tut mir leid.
Nee, den Transrapid, das habe ich ja versucht, ein bisschen anders zu deuten, das Scheitern des Transrapides. Da würde ich nicht sagen, dass es da sozusagen, ich benutze jetzt meine eigene Diktion mal, dass es da sowas wie eine Verschwörung gegen den Transrapid gab. Also, dass es da irgendwelche konkurrierenden Akteure gab, die sozusagen versucht haben, den Transrapid abzuwürgen oder einen Erfolg des Transrapids zu verhindern. Da glaube ich tatsächlich einfach, dass diese Technologie sozusagen zu dem Zeitpunkt, als sie dann alltagstauglich und marktreif war, einfach, wenn Sie so wollen, nicht mehr gebraucht wurde, beziehungsweise man könnte auch sagen, dass die Investitionserfordernisse, die da waren, um diese Technologie zu implementieren, in keinem vernünftigen Verhältnis mehr standen zur relativen Vorteilhaftigkeit dieser Transporttechnologie. Ich fürchte übrigens, dass das beim Hyperloop genauso sein wird. Hallo? Ja, ich höre Sie. Also, ja, mit dem letzten Punkt könnten Sie vielleicht recht haben. Also, aber gut, dass der Transrapid, also meiner Meinung nach, nicht, also die Entscheidung nicht für den Transrapid, sondern für den TGW und für den ICE gefallen sind, war letztendlich eine politische Entscheidung von den staatlichen Bahnunternehmen. Also es war sicherlich auch eine politische Entscheidung. Ich muss noch mal kurz was dazu sagen. Es gab nicht die Entscheidung für den Transrapid oder für den ICE. Als sozusagen die Frage im Raum stand, wird der Transrapid tatsächlich implementiert, gab es den ICE längst. Also es war ja sozusagen keine Weichen- oder Richtungsentscheidung. Es gab halt diese projektierte Strecke zwischen Berlin und Hamburg. Transrapid ist ja eigentlich eine deutsche Technologie. Man auch dran. Also der Transrapid über die Magnetschwebebahn, sagen wir so, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, die Transrapid heißt, ist eher eine deutsche Technologie. Und auf dieser Strecke Berlin-Hamburg, denke ich, gab es sehr gute, nachvollziehbare, sachliche Gründe, eher eine ICE-Verbindung als eine Transrapid-Verbindung zu realisieren. Sie haben trotzdem recht, dass das eigentliche Scheitern dann passierte, als die Deutsche Bahn als Akteur ausgestiegen ist und gesagt hat, sagen wir, haben kein Interesse mehr an diesem Transrapid. Also insofern haben Sie schon recht, da gab es dann sozusagen die Abkehr eines zentralen Akteurs von diesem Projekt. Soll ich mich woanders hinstellen? Entschuldigung. So, ich sage auf jeden Fall vielen Dank für diese lebhafte Diskussion. Ich muss leider ein bisschen auf die Uhr schauen. Hier vorne ist noch eine Wortmeldung. Hier der Herr in dem karierten Hemd. Ich möchte auf die Frage von Ihnen versuchen, kurz ein Beispiel zu nennen, wo ich den Eindruck hatte, dass da was, wenn auch regional, im Schilde geführt wurde. Nämlich im Prinzip sah es ja so aus, als würde die Katalysatortechnik zur Abgasreinigung gar nicht so schlecht funktionieren. Und in Europa haben sich die Autofirmen mit Händen und Füßen dagegen gesträubt, ich weiß nicht wieso, das eingeführt zu kriegen. Und wenn das nicht im Ausland gelaufen wäre, befürchte ich, hätten wir heute noch das Blei im Benzin und das Ding hätte sich nicht durchgesetzt. Obwohl es technisch sicherlich eine gute und auch wirklich funktionsfähige Lösung ist. Ich stimme Ihnen zu, aber sozusagen diese Katalysatorproblematik oder dieses Katalysatorbeispiel, damit machen wir eigentlich ein neues Fass auf, das wir heute, glaube ich, nicht mehr geschlossen kriegen. Also insofern traue ich mich nicht, jetzt das nochmal zu kommentieren. Und zum Thema Definition der Innovation möchte ich noch eine kurze geben. Es gibt im Bereich der Software auch nicht kommerzielle Software, so mit GNU-Lizenz oder sowas oder Linux, wo ich sage, das muss ich nicht unbedingt wirtschaftlich auszahlen, aber trotzdem würde ich das, wenn es Verbreitung kriegt, auch als Innovation durchgehen lassen. Absolut, Sie haben völlig recht, das ist eine exkludierende Definition, wie es Definitionen immer sind, und das ist eine Definition, die für einen bestimmten Bereich funktioniert, die funktioniert für die kapitalistische Konkurrenzwirtschaft, und das ist eine Definition aus betriebswirtschaftlicher Perspektive, und ich gebe Ihnen völlig recht, dass man in anderen Bereichen über ganz andere Definitionen von Innovation sprechen kann. Also da bin ich völlig bei Ihnen. So, wir müssen eine kurze Pause machen. Vielen Dank für diese lebhafte erste Runde heute bei den Berblinger Spirit Talks. Vielen Dank, Professor Reinhold Bauer, Historiker, Technikhistoriker von der Universität Stuttgart. Jawohl, auch vielen Dank für den Applaus. Wir
Wir machen jetzt einen ganz kurzen Break, reißen Türen und Fenster auf, lüften einmal durch, etwa 5 Minuten. Wenn Sie Durst und Hunger haben hier im Stadthaus in Ulm, Sie können tatsächlich den Gang hier hinter benutzen und kurz runter ins Café gehen. Etwa 5 Minuten machen wir weiter. Und jetzt haben wir so viel über das Scheitern geredet. Jetzt wollen wir doch sehen, ob Erfolg haben, nee, auch was Schönes. Das ist nachher in unserer zweiten Runde. Vielen Dank und bis gleich. Dankeschön. Verehrte Zuschauer, am Livestream, an den Geräten, Tablets, Computern, wo immer Sie sind, Zug zu Hause, wo immer Sie uns empfangen können. Herzlich willkommen hier zur zweiten Runde heute Abend zu den Berblinger Spirit Talks. Wir haben die erste Runde schon sehr viel übers Scheitern gesprochen. Jetzt wollen wir im zweiten Teil doch hören, ob Erfolg zu haben nicht vielleicht doch schöner und besser ist. Wir wechseln sozusagen die Perspektive. Motto: Alle haben gesagt, es geht nicht. Dann kam einer, der hat es nicht gewusst und hat es einfach gemacht. Das ist ein Zitat von Goran Kiric, einem Autor. Und tatsächlich scheint es doch wichtig zu sein, dass wir immer wieder damit Erfolg haben und einfach mal was ausprobieren, ohne uns große Gedanken darüber zu machen. Wir haben im zweiten Vortrag Professor Dr. H.C. Franz Josef Radermacher hier bei uns im Haus. Freut uns sehr. Es geht darum, wie Innovationen das Leben von Menschen und auch der ganzen Menschheit verändern können. Und das natürlich nicht nur über einen Zeitraum, den jetzt Herr Professor Reinhard Bauer vorher angesprochen hatte, von dem Zeitalter der Technologie, also quasi von 100 Jahren, sondern Professor Radermacher wird das Rad ein bisschen größer drehen und über einen Zeitraum von mehreren tausend Jahren sprechen. Und ich möchte Sie jetzt auch schon aufrufen, dann nachher wieder zu einer lebendigen Diskussion, so wie sie gerade eben war, das war sehr schön. Sie haben natürlich im Livestream zu Hause oder in den Tablets die Möglichkeit, einfach zwischendurch die Frage zu stellen. Das läuft dann hier auf und wird im Anschluss an die an den Vortrag dann diskutiert und Ihnen hier im Saal natürlich wieder nachher feuerfrei. Tun Sie sich keinen Zwang an. So, und jetzt begrüßen Sie mit mir bitte Professor Franz Josef Radermacher von der Universität Ulm. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich begrüße Sie alle und ich freue mich, bei Ihnen zu sein. Ich bin sehr gerne gekommen, weil ich als Professor hier in Ulm schon lange tätig bin und Innovationen mein ganzes Leben begleitet habe. Mein Innovationsbegriff ist allerdings sehr viel breiter als der in dem Vortrag vorher. Und wenn ich das auf Ulm beziehe, dann ist zum Beispiel Einstein jemand, der mit seinen Überlegungen fundamentale Innovationen ermöglicht hat. Und mir gefällt an Berblinger der Mut, mit dem er sich an dieses schwierige Thema Fliegen gemacht hat. Ich finde schade, dass die Tatsache, dass der Bruder des Königs nicht auf den Berg hoch wollte, ihn gezwungen hat, sein Gerät am falschen Ort vorzuführen. Trotzdem würde ich ihn gar nicht als gescheitert bezeichnen, denn ganz viele Leute kennen ihn, während die meisten aus der damaligen Zeit, die kennt niemand mehr. Also wenn man jetzt nicht nur den individuellen materiellen Erfolg sieht, sondern zum Beispiel die Wirkung in die Gesellschaft hinein, dann hat er eine sehr große Wirkung erzielt und ich würde ihn eigentlich gar nicht mal als einen Gescheiterten bezeichnen, auch wenn er nicht die volle Anerkennung gefunden hat, die er verdient hätte. Nun, wenn ich jetzt den Blick auf das Thema Innovation werfe, dann ist der Ausgangspunkt die Frage, wo kommt der Wohlstand her? Oder man kann die Frage auch anders drehen. Was sind eigentlich die Voraussetzungen für die hohe Lebensqualität, die wir heute haben? Oder man kann auch so fragen, was unterscheidet unsere Situation von Menschen zum Beispiel irgendwo in Nepal oder irgendwo in Afrika auf dem Land,
Und was ist der tiefere Grund dafür, dass es diese unterschiedlichen Lebensstandards gibt? Man kann auch anders fragen, warum konnten in den letzten 500 Jahren die Europäer die ganze Welt kolonisieren? Weshalb haben wir Nordamerika kolonisiert und warum da leben da jetzt ganz, ganz viele Nachkommen von Menschen, die mal ursprünglich hier lebten? Und warum leben viele Nachkommen von uns in Australien und zum Beispiel nicht so viele Nachkommen von Indern? Also, da muss man fragen, was machte denn jetzt den Unterschied aus? Und natürlich kann man diese Frage noch viel, viel weiter in die Vergangenheit zurücktragen. Man kann sich ja fragen, hier vor 30.000, 40.000 Jahren lebten hier die Menschen, die den Löwenmenschen produziert haben. Das ist ja eine der ersten Plastiken der Menschheit. Es ist eine unheimliche Kreativitätsleistung. Man schafft ein synthetisches Wesen aus einem Löwen und einem Mensch. Und man ist in der Lage, diesen Löwenmensch zu fertigen aus einem Stück Elfenbein von einem Mammut. Da muss man fragen, was waren denn jetzt die Voraussetzungen intellektueller Art, dass das ging? Und dann muss man fragen, was waren denn die Technologien, die es ermöglicht haben, diesen Löwenmenschen aus diesem Elfenbein zu fertigen? Und alle diese Punkte, und da kann man jetzt natürlich noch viele hunderttausend Jahre zurückkehren und kann fragen, was unterscheidet denn eigentlich den Menschen von einer Horde von Primaten, von einer Gruppe von Schimpansen, von einer Gruppe von Gorillas? Was unterscheidet uns von dieser Gruppe von Schimpansen? Und wenn man sich da länger mit beschäftigt, sieht man, die Unterschiede sind die Folge einer nie endenden Sequenz von Innovationen. Und diese Innovationen haben das Leben der Menschen fundamental verändert. Jetzt haben wir im letzten Vortrag gehört, dass Innovationen scheitern. Ja, warum sollen sie auch nicht scheitern? Entscheidend ist nicht, dass Innovationen scheitern, sondern dass es Innovationen gegeben hat, die nicht gescheitert sind, weshalb mit jeder solchen Innovation die Menschheit ein Stück weiterkam, als Voraussetzung für immer neue Innovationen, in deren Folge wiederum die Menschheit noch ein Stück weiterkam. Und man muss sich an der Stelle immer über eins im Klaren sein: Es ist gerade mal 10.000 Jahre her. Also wir gehen jetzt zurück in das Jahr 8000 vor Christus, das ist nicht so lange her. 8000 vor Christus gab es auf der Welt insgesamt 20 Millionen Menschen. Die größten Städte, die wir heute auf der Welt haben, sind Städte mit 40 Millionen, 45 Millionen Menschen. Für das Ende des Jahrhunderts werden Städte mit 100 Millionen Menschen in Afrika erwartet. Dann haben wir in Afrika einzelne Städte, in denen fünfmal so viele Menschen leben, wie es vor 10.000 Jahren auf der Erde gab. Und jetzt kann man sich ja fragen, warum gab es denn damals nur die 20 Millionen Menschen? Und warum haben wir in Kürze Städte mit 100 Millionen Menschen, einzelne Städte, während, wie gesagt, damals die ganze Menschheit insgesamt gerade mal auf 20 Millionen Menschen kam? Warum? Nun, die Antwort ist relativ einfach. Man kann die grundsätzliche Frage nach dem maximalen Wohlstand stellen, den die Menschheit zu einem bestimmten Zeitpunkt produzieren kann. Und
dieser maximale Wohlstand wird bestimmt durch die Anzahl der Menschen, die es überhaupt geben kann, und dann durch das, was sozusagen maximal ein Mensch an Wohlstandszuwachs beitragen kann. Und dann kann man das eben multiplizieren mit der Anzahl der Menschen, die da sind. Und Sie merken, entscheidend ist zunächst einmal, wie viele Menschen kann man überhaupt ernähren? Und solange man nicht besonders viele Menschen ernähren kann, kann es auch insgesamt nicht besonders viel Wohlstand geben, wenn die einzelnen Menschen die Träger der Wohlstandsproduktion sind. Und geht man jetzt also diese 10.000 Jahre zurück, dann war das der Höhepunkt der Entwicklung der Jäger- und Sammlerkulturen. Das heißt, über den größten Zeitraum der erfolgreichen Historie der Menschen waren die Menschen Jäger und Sammler. Und die Jäger und Sammler vor 10.000 Jahren waren schon eine enorm elaborierte, technisch hochversierte Gruppe. Also die hatten einen ganz anderen Lebensstandard als die Menschen 20.000 Jahre davor. Also das war eine höchst erfolgreiche Gruppe. 10.000 Jahre ist das her. Es gab 20 Millionen. Warum? Weil die Erde nur 20 Millionen Jäger und Sammler ernähren kann. Das liegt daran, dass es in der Welt, in die der Mensch nicht aktiv eingreift, nicht so besonders viel zu sammeln und auch nicht ganz besonders viel zu jagen gibt. Also wenn man die Welt aus dieser Sicht sieht, dann fängt man zum Beispiel an, wenn man durch den Wald geht oder mit dem Zug oder mit dem Auto irgendwo durch die Gegend fährt, fängt man an zu gucken, wie viele Tiere es gibt. Ich habe mir sehr angewöhnt, immer zu gucken, wie viele tote Tiere finde ich auf Straßen. Ich habe in meinem Leben sehr aufmerksam geguckt, was ich gesehen habe. Also ich könnte Sie jetzt fragen, wie viele Dachse haben Sie in Ihrem Leben gesehen? Ich frage mal, gibt es einen, der überhaupt mal einen Dachs gesehen hat in freier Wildbahn? Hier ist ein, wie viele? Ich habe nämlich auch zwei gesehen, einen davon in Griechenland. Ja, also ich komme in meinem ganzen Leben auf zwei Dachse. Hat einer hier mehr als zwei Dachse gesehen? Oder ich kann Sie fragen, wie viele Biber haben Sie in Ihrem Leben gesehen? Einen, ne? Gut. Also man sieht eigentlich nicht viel. Natürlich, man kann fragen, wie viele Wildschweine hat man gesehen? Wie viele Rehe hat man gesehen? Aber Sie merken, wenn Sie von dem, was Sie in Ihrem Leben gesehen haben, sich ernähren sollten, dann wahrscheinlich wären Sie schon nicht mehr da. Also man findet fast nichts. Ja? Das ist die größte Population zu dieser Zeit waren die Afrikaner, waren die Bisons in der amerikanischen Prärie. Das waren 50 Millionen, das war schon eine ziemliche Menge. Aber die nordamerikanische Prärie ist ein sehr lebensunfreundlicher Ort. Wenn Sie kein Pferd domestiziert haben, können Sie in der Prärie in Nordamerika nicht überleben. Wir verbinden heute mit der Prärie und den Bisons verbinden wir die Kultur der Indianer. Das ist sozusagen der Höhepunkt dessen, was man sich unter Indianern vorstellt. Das sind die Sioux oder auf Englisch die Sioux und die Cheyennes, die in der Prärie gelebt haben, die in der Auseinandersetzung mit der Armee der Vereinigten Staaten in Little Bighorn gut einmal ein amerikanisches Armeekorps in einer Auseinandersetzung vernichtend besiegt haben. Hört sich alles toll an. Also dieses unter Custer stehende Regiment hatte 500 Personen. Ja, also das ist ja auch unter Kriegsaspekten nicht gerade besonders dramatisch. Aber gut, die Cheyennes und die Sioux haben einmal einen Armeekorps von 500
Kavalleriesoldaten der US-Army besiegt, so, das war so ungefähr 1860, das war nach dem Bürgerkrieg irgendwo, haben sie das einmal geschafft. Und die Basis dafür waren die Bisons. Also die gesamte Kultur war materiell abgestützt auf die Bisons. Und die Vernichtung der Indianer bestand im Wesentlichen darin, dass der weiße Mann, als er ein Repetiergewehr erfunden hat, in wenigen Jahren 50.000 Bisons erschossen hat. Und damit gab es die materielle Kultur dieser Indianer nicht mehr. Sie beruhte eben nicht nur auf dem Fleisch, sondern die sehr, sehr warmen Felle dieser Tiere waren in dieser Prärie, wo man im Winter 40, 50 Grad minus hat und Blizzards und riesenkalte Windströmungen, die einzige Chance zu überleben, in Zelten mit diesen unendlich dicken Fellen und sich selber mit diesen Fellen zudeckend. Und wenn man das nicht mehr hatte, kann man in der Prärie nicht überleben. So, man erkennt an diesem Beispiel und an dem, was ich jetzt gesagt habe, zur Ernährung der Menschheit, dass eben ganz, ganz wesentliche Fragen der Innovation der Menschheit damit zu tun haben, dass man irgendwann Ackerbau und Viehzucht erfunden hat. Das gehört zu den größten Innovationen, die gelungen sind, weil man über Ackerbau und Viehzucht sehr viel mehr Menschen ernähren kann, als wenn diese Menschen Jäger und Sammler sind. Wir wissen heute sehr genau, wo diese Bauern herkamen. Deshalb wissen wir auch genetisch, wie wir historisch zu platzieren sind. Wir stammen im Wesentlichen alle von Vorfahren ab, die aus einer Gegend, die man den fruchtbaren Halbmond nennt, nach hier gekommen sind. Also das waren Leute, da, wo heute Palästina ist, das sind Leute, da, wo heute die Türkei ist, die sind alle mit ihren Ackerbau- und Viehzuchttechnologien letzten Endes die Donau aufwärts marschiert. Und sie haben die ursprüngliche Bevölkerung, die es hier gab, das waren Jäger und Sammler, im Wesentlichen absorbiert. Also man muss sich das mit der Absorption nicht so vorstellen, dass die miteinander Kriege geführt haben, so geht sowas nicht, sondern das geht so, es gab von den anderen einfach 10-mal so viel und nachher 100-mal so viel und von den Jäger und Sammler gab es nur relativ wenige und die haben sich dann irgendwie auch vermischt, aber die Kultur der Jäger und Sammler hat dann im Wesentlichen ihre Bedeutung verloren, weil es eine absolut dominante Alternative gab und das war Ackerbau und Viehzucht. Der Punkt ist nicht, dass Ackerbau und Viehzucht so der schönste Zustand ist, den man sich für Menschen wünschen kann. Es ist keine so besonders angenehme Situation. Der Jäger und Sammler ist eigentlich so vom Bild her bei den Männern zum Beispiel der viel männlichere Typ. Weil dieser Ackerbauer, der muss ja dauernd auf seinen Acker aufpassen. Ist ja eine ziemlich frustrierende Angelegenheit, seinen Acker zu bearbeiten, das ganze Jahr darauf zu warten, dass da endlich was wächst, sich mit den Tieren auseinanderzusetzen, die gern die Körner hätten, mit all den Parasiten sich auseinanderzusetzen. Und natürlich ist das Problem, wenn es dann endlich was zu ernten gibt, dann gibt es sehr bald Spezialisten, die versuchen, einem abzunehmen, was man hat. Also dann muss die Kultur Möglichkeiten erfinden, mit denen jetzt wiederum die Bauern letztlich behalten können, was sie produziert haben. Das führt dann immer zu einer Herrschaftsform, tendenziell mit Pferden, die einen Großteil dessen vereinnahmen, was der Bauer produziert, aber dem Bauern lässt, was er braucht, damit er weiterleben und weiter produzieren kann.
Aber wenn man, sobald man in diesem Prozess drin ist, kann man eben eine Herrschaft organisieren, dann muss man fast um diese Herrschaft herum anfangen, so etwas wie Buchführung zu organisieren. Dann muss man nämlich wissen, wie viel wird produziert, dann muss das besteuert werden, dann muss die jeweilige Herrschaft Reserven für den Notfall vorhalten, dann muss man diese Reserven verwalten. Ja, und dann ist man auf dem Weg zu Mathematik und zu Schrift und zu Organisation und zu Gebäuden und dann baut man Städte und dann baut man Mauern und dann führt man Kriege und so weiter. Also das sind, sagen wir, alles Folgen eines Weges, bei dem man nahrungsmäßig dann so viel Mehrwert erzeugen kann, dass man mit 10% oder 20% von diesem Mehrwert gesellschaftliche Strukturen bauen kann, die dann im Grunde genommen im Kern die Aufgabe der Wissensakkumulation haben. Und die Organisation von Prozessen der Wissensakkumulation sind die Voraussetzungen für entscheidende weitere Innovationen. Also man kann den gesamten historischen Prozess so analysieren, immer hinter den Innovationen, wobei eines ganz wichtig ist für den Innovationsbegriff. Es gibt immer technische Innovationen und es gibt soziale oder gesellschaftliche Innovationen. Und die sozialen Innovationen haben eine ähnliche Bedeutung wie die technischen. Und man braucht immer, dass soziale und technische Innovationen zueinander passen. Das heißt, die bedingen sich in einem gewissen Sinne gegenseitig. Also nehmen wir auch da mal ein Beispiel. Für ein bestimmtes Wohlstandsniveau auf einem bestimmten Niveau der Technik braucht man Qualifikationen der Bevölkerung. Also ab irgendeinem Punkt braucht man eine Bevölkerung, die lesen und schreiben kann. Man kann zunächst einmal versuchen, die Welt so zu organisieren, dass große Teile der Bevölkerung nicht lesen und schreiben können. Das war bei uns noch die Norm bis zur Zeit der Napoleonischen Kriege. Bis zu dieser Zeit hatten wir Herrschaftsstrukturen, die im Wesentlichen mit Söldnern gegeneinander kämpften. Also es gab ein stehendes Heer. Das stehende Heer waren sehr oft Söldner, die kämpften miteinander, aber die große Masse der Bevölkerung war in diesen Prozess gar nicht eingebunden. Also die beobachteten den Krieg mehr und damals war es dann auch so, die Herrschaft wechselte einfach. Also man war mal mit dem Fürst und da war man mit dem Fürst und da gehörte man dem und da gehörte man dem. Und interessanterweise, wo dann die Reformation kam und wir die Konkurrenz der Religionen hatten, ja, dann war man einmal beim Fürst von der Religion, dann war man beim Fürst von der Religion. Um diese Fragen wurde sehr viel gestritten, aber die Französische Revolution war der Moment, wo man versucht hat, die volle Macht eines Volkes zu entfalten. Man hat die Gesamtbevölkerung letzten Endes als Basis für Kriege benutzt. Und Napoleon, der war darin besonders gut, hat sich damit in Europa total durchgesetzt. Das war eine unglaubliche soziale Innovation. Und die anderen Staaten in Europa haben darauf blitzschnell reagiert. Also vor allen Dingen Preußen. Preußen hat ja in Jena und Auerstedt in der entscheidenden Schlacht gegen Napoleon verloren. Es war ein Drama für den Staat Preußen. Und die Preußen haben darauf mit einer Bildungsreform reagiert. Sie haben sofort die Bildung der gesamten Bevölkerung zum Thema gemacht. Und sie haben sofort begonnen, so etwas wie Hochschulen, technische Hochschulen zu erfinden. Die RWTH Aachen, von der ich komme, ist in diesem Prozess auch entstanden. Das heißt,
sag mal, die Erfahrung dieser sozialen Innovation, die ein ganzes Volk sozusagen zu einer Basis für kriegerische Auseinandersetzung machte, hatte sofort zur Folge, dass die anderen dasselbe gemacht haben. Und das gehört zum Wesen der Innovation seit 10.000 Jahren und länger dazu. Es ist immer so, wenn einer die Innovation hervorbringt, dann ist für die anderen das große Risiko, dass da, wo sie heute wohnen, später die Kinder von denen wohnen werden mit der Innovation. Und die einzige Chance, dass die eigenen Kinder da noch wohnen werden, ist, dass man sofort die Innovation kopiert. Also die Innovation ist ein ganz brutales Instrument, die bessere Lösung durchzusetzen. Und jeder, der nicht in der Lage ist, auf den Zug mit der besseren Lösung aufzuspringen, ist anschließend im Wesentlichen nicht mehr da. Also in aller Klarheit, Nordamerika hatte, bevor Kolumbus den Weg fand, eine Bevölkerung von etwa 30, 40 Millionen. Die hatten einen ganzen Kontinent. Dann kamen wir mit einer überlegenen Technik. Die anderen waren nicht in der Lage, auf diese Innovation rechtzeitig, schnell genug, adäquat zu reagieren, sondern ganz im Gegenteil, in der Auseinandersetzung mit uns haben die sich auch noch gegeneinander aufbringen lassen, mit der Folge, dass ganz viele von ihnen weg waren. Und dann haben praktisch die Europäer sich ganz Nordamerika unter den Nagel gerissen. Und in Südamerika war es ähnlich. Es gab allerdings einen fundamentalen Unterschied. Die Leute, die Nordamerika besiedelt haben, haben ihre Frauen mitgenommen. Die Folge davon ist, es war im Wesentlichen eine homogene Siedlerpopulation. Und diese Population hat die anderen weggedrückt. In den lateinamerikanischen Ländern war es anders. Das war im Wesentlichen eine Kolonisation, bei der die Frauen nicht mitgebracht wurden, was zur Folge hatte, dass wir da jetzt eine Bevölkerung haben, die genetisch betrachtet eine Mischlingsbevölkerung ist. Da haben sich im Grunde genommen dann primär die Männer von der einen Seite mit den Frauen von der anderen Seite verbunden und haben eben eine Bevölkerung herbeigebracht, die, das kann man jetzt heute sehr gut sehen, eben von diesem Mischtyp ist. Und das ist in Brasilien besonders interessant, weil dann auch noch für die Plantagen viele Menschen aus Afrika dahin gebracht wurden, die dann auch noch in diesen Vermischungsprozess hineingekommen sind. Warum wir jetzt da die sozusagen genetisch vielfachste Bevölkerung haben, gegenüber immer noch einer ziemlich, sagen wir, von den Typen her klareren Trennung in Nordamerika, und diese Trennung ist heute die Basis für das Theater, das der Trump anstellt. Ja, der Trump stellt ein Theater an, dass er sozusagen der weißen Gruppe vermittelt, jetzt kämen die Fremden und sie hätten jetzt bald ihre Rolle verloren, eine wahnsinnige Angst, die Dominanz des Angelsächsischen dazu verlieren. Diese Frage hätte sich in den anderen Ländern gar nicht gestellt. Allerdings hat sich da was anderes ergeben. Der sozusagen rassisch reinere Typus war die Herrschergruppe. Und die haben sich große Teile zum Beispiel der Grundstücke angeeignet und haben es auch geschafft, dies bis heute zu halten, weshalb wir extrem unerträgliche Verhältnisse bezüglich der Bodensituation in Brasilien, in Mexiko und anderswo haben. Also der Punkt, auf den ich raus will, ist, die Fähigkeit zur Innovation ist am Ende des Tages eine Entscheidung über Macht, über Kontrolle, über Besitz. Und wer in diesem Prozess zurückfällt,
den gibt's anschließend nicht mehr. Also in dem Sinne, dass es seine Kinder nicht mehr gibt. Zumindest nicht anzahlmäßig, anteilmäßig in Zahlen, die dann noch irgendein wesentliches Gewicht haben. Und das ist auch der Grund, warum die Innovation so eine unglaublich starke Kraft entfaltet. Nun, wenn man jetzt den Prozess verfolgt und fragt sich, wo sind denn ganz, ganz große Innovationen? Gut, die eine Welt der Innovation ist die Domestizierung von Tieren. Wir wären längst nicht so erfolgreich, wie wir sind, wenn es uns nicht gelungen wäre, den Hund zu domestizieren und mit dem Hund eine sehr enge Partnerschaft einzugehen. Und ohne das Pferd wären wir längst nicht da, wo wir sind. Und es ist ein ganz großes Problem der Menschen in Amerika gewesen, dass sie keine Pferde hatten. Es gab zwar früher die Pferde in Amerika, aber die wurden ausgerottet. Und die Pferde, die es heute in Amerika gibt, sind nur Pferde, die unsere Siedler wieder nach Amerika zurückgebracht haben. Und die Prärie-Indianer, ich erwähne sie nochmal, die haben ihre Kultur aufgebaut auf entlaufenen Pferden, die aus vor allem der lateinamerikanischen Eroberung der Spanier und Portugiesen letzten Endes sich über Mexiko hochbewegt haben. Und über die Indianer in Mexiko sind die Pferde dann letztlich nach Nordamerika wiedergekommen. Und erst als die waren, hatten die gewisse Möglichkeiten, zumindest für 200 Jahre, sich da in den Prärien festzusetzen. Also man merkt sofort, welche zentrale Rolle die Pferde haben. Gut, in diesem Prozess haben wir immer neue Waffen erfunden. Man sagt ja, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Nirgendwo ist die Innovation so schnell passiert wie in den Kriegen. Also die Kriege sind Hotspots von Innovation. Man muss nur daran denken, dass es im Zweiten Weltkrieg noch Situationen gab, wo die Polen mit Kavallerieregimentern gegen deutsche Panzerverbände angeritten sind. Es ist jedem sofort die Sinnlosigkeit klar, mit einem Panzerregiment sich mit sozusagen Kavallerieregimenten gegen Panzer zu stellen. Und die Steigerung ist natürlich, dass man auch noch ein paar Flugzeuge hat und von oben Bomben fallen lässt und da unten reitet die Kavallerie. Es gibt einen sehr, sehr schönen Cartoon. Da haben wir einen König hoch zu Ross mit seiner Lanze und da hat er seine Kavallerie. Und dann kommt so ein Erfinder, so ein kleiner Einstein und sagt, Herr König, ich habe ganz tolle Ideen für Sie. Und man sieht in seinem Kopf, da gibt es Raketen, da gibt es Flugzeuge, da gibt es Panzer, Maschinengewehre. Und das will er jetzt alles dem König erzählen, sagt der König, sorry, ich habe keine Zeit, ich muss in den Krieg. Und man merkt natürlich, dass der Nichtwille auf das Neue, da wo es um schicksalshafte Auseinandersetzungen geht, bedeutet, dass das Alte gar keine Chance hat. Der Zweite Weltkrieg ist ja ein Krieg, in dem ganz viel passiert ist mit den Schiffen, mit den Unterseebooten. Aber es ist eben auch ein Krieg, in dem beispielsweise das Düsentriebwerk für Flugzeuge erfunden wurde. Es war im Zweiten Weltkrieg. Es wurden auch die ersten richtig guten Raketen erfunden. Und die machen natürlich den Unterschied in der Lebensqualität aus, wenn man den Übergang hat von dem Zweiten Weltkrieg zu der Welt, in der wir heute leben. Ich fand ganz interessant, dass der Vorredner sagte, der Cargolifter ist so ein Beispiel, wo was nicht geklappt hat. Ich erinnere mich, wir mussten mal eine Ökoanalyse für den Cargolifter machen und der Cargolifter, obwohl er
eigentlich von dem Verbrauch und auch von den CO2-Emissionen eine ganz gute Lösung ist, hat sich nicht groß durchgesetzt, weil er in der Summe, wenn man es zu Ende denkt, eben doch keine so ganz gute Lösung ist. Und das liegt daran, dass er so langsam ist. Also er verbraucht zwar wenig pro Zeiteinheit, aber diese Luftschiffe sind so langsam, das können Sie jetzt, Sie können ja jetzt am Bodensee, können Sie ja mit dem Zeppelin fliegen. Ich habe den Flug auch genossen, sehr schöner, ruhiger Flug. Aber Sie brauchen natürlich eine Riesenzigarre, damit 10 Leute so ganz langsam rumdümpeln. Und wenn Sie mit dem irgendwas transportieren, der kommt ja nicht von der Stelle, dann brauchen Sie eben mit dem Ding mehrere Tage, bis Sie in Vietnam sind. Und dann müssen Sie überlegen, was können Sie jetzt transportieren, und das transportieren Sie jetzt in 2 Tagen dahin. Und dann vergleichen Sie das mit einem Flugzeug und Sie sehen, wie schnell dieses Flugzeug die Distanzen überwindet und wie viel Sie mit dem einen Flugzeug machen können, weil es schlicht 10-mal so schnell ist. Und dann hat der Cargolifter eben gegen das andere keine Chance. Und dann ist einem zum Schluss natürlich klar, gut, was ist der eigentliche Beitrag vom Flugzeug? Es ist diese unglaubliche Schnelligkeit. Und diese Schnelligkeit ist auch an vielen Stellen nicht zu toppen. So, ich will noch mit ein paar Überlegungen zu dem Thema fortfahren, damit wir auch noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren haben. Also was ich immer besonders interessant fand, war die Erfindung des Autos. Das Auto ist ja etwas unglaublich Tolles. Und die Lebenssituation mit und ohne Auto, das ist ja gar nicht zu vergleichen. Ein Auto ist ein richtiges Wunder. Für die, die das Auto erfunden haben, war eines der Hauptprobleme, dass es aber keine Straßen gab. Es gab ja nur Wege. Also für uns ist das Auto ja eigentlich mit einer geteerten Straße verbunden. Und der ganze Globus ist voll von geteerten Straßen und voll mit ganz, ganz vielen Autobahnen. Aber das gab es ja alles gar nicht. Also die Frage ist ja, was mache ich eigentlich mit einem Auto, wenn ich keine Straße habe? Es ist eine unglaubliche Leistung, dass man das Auto erfunden hat ohne Straße. Die Straßen mit dem Teer, es kam alles hinterher. Es ist eine unglaubliche Leistung. Die Leistung resultierte eigentlich daraus, dass man unbedingt wollte, dass etwas von alleine fuhr. Und man hatte eine Innovation davor, an der konnte man anknüpfen. Die wurde eben auch schon mal angedeutet. Das war die Dampfmaschine. Also für die moderne Zivilisation, wie wir sie kennen, ist eine ganz wesentliche Entscheidung vor 300 Jahren gefallen. Vor 300 Jahren war die Menschheit kurz vor einem Engpass, etwa in derselben Situation, mit der wir heute mit den fossilen Energieträgern und dem Klima sind. Vor 300 Jahren war die entscheidende Ressource das Holz. Das Holz war die Basis natürlich für Gebäude. Das Holz war die Basis für Energie, die gesamte Metallschmelze, alles ging nur mit Holz und Holzkohle. Das Holz war aber auch insbesondere die Basis für die Flotten. Und mit den Flotten wurde damals entschieden im Siebenjährigen Krieg, wer die Kontrolle über Nordamerika bekommt. Das war der Krieg zwischen Frankreich und Großbritannien. Und zur gleichen Zeit lief im Mittelmeer der Krieg zwischen Venedig und dem Osmanischen Reich. Und man muss wissen, wenn Sie eine Kriegsfregatte der Briten der größten Kategorie haben, dann brauchen Sie für ein solches Schiff 1000 Eichen. Also der Engpass, der absolute Engpass war das Holz. Damals hat Karl von Karlowitz das erfunden, was man heute Nachhaltigkeit nennt. Er hat gesagt, wir dürfen nicht mehr Holz verbrauchen, als nachwächst. Aber ich glaube, es ist jedem im Raum klar, wenn Sie sich in einem Seekrieg befinden,
werden sie nicht zu ihrem Gegner sagen, lass uns jetzt mal 100 Jahre warten, bis wir wieder genug Eichen haben und dann machen wir unseren Krieg weiter, sondern in existenziellen Lagen zerstört der Mensch seine Ressourcenbasis. Dasselbe ist auf der Osterinsel passiert. Die Menschen sind aus diesem Engpass rausgekommen durch die Dampfmaschine. Die Dampfmaschine ist die Maschine, mit der man mit Hilfe von Kohle einen riesigen Energieüberschuss produzieren kann und wo man insbesondere diesen Energieüberschuss aus der Kohle nutzen kann, um noch mehr Kohle aus der Erde zu holen. Und in dem Moment, wo ich diese viele Kohle und die viele Energie habe, kann ich aus Kohle und Eisen Stahl produzieren und dann kann ich Fördertürme bauen und dann kann ich Schienen verlegen und dann kann ich Züge erfinden, dann kann ich die Kohle durch die Gegend fahren, ich kann das Eisenerz durch die Gegend fahren, ich kann mit meinen Fördertürmen 1000 Meter in die Erde und ich kann plötzlich unter der Erde an die Kohlenflüsse und ich verlege unter der Erde Schienen. Und dann hole ich immer noch mehr Kohle aus der Erde und kann sie hochfördern und kann mit der neue Schienen bauen. Also wir haben uns letztlich über die Dampfmaschine aus diesem Engpass gerettet. Und wenn man verstehen will, was die Folge der Dampfmaschine war, es war eine Verzehnfachung der Zahl der Menschen. Wir sind in 300 Jahren 10-mal so viel Menschen geworden und wir haben jetzt 100-mal so viel Wohlstand. Unglücklicherweise haben wir aber jetzt auch ein Klimaproblem. Das ist sozusagen der nächste Ressourcenengpass, ist die Frage, wohin mit dem CO2. Und deshalb brauchen wir jetzt eine neue Innovation. Wir sind etwa in derselben Situation wie vor 300 Jahren. Aber es ist wichtig zu verstehen, diese fundamentale Innovation, die uns gerettet hat, war die Dampfmaschine. Und man kann im Grunde genommen sagen, immer wieder hat sich die Menschheit durch fundamentale Innovationen gerettet. Und die, die diese Innovationen hervorgebracht haben, waren natürlich die Reichsten auf der Welt und waren natürlich dann auch die militärisch Stärksten und waren die mit den besten Schiffen und mit den besten Möglichkeiten, ihren Willen anderen aufzuzwingen. Und genau das haben die Europäer mit höchstem Erfolg gemacht. Drum gab es unsere Jahrhunderte. Und wenn man jetzt fragt, was sich geändert hat, ja, was hat sich geändert? Die anderen, insbesondere auch die Chinesen, haben das verstanden und haben mit allerhöchster Energie sich daran gemacht, alles zu kopieren, was wir erfunden hatten. Und wir haben in einer offenen Ökonomie das gemacht, um Geschäfte zu machen. Wir haben damit unseren Wohlstand deutlich erhöht. Ich will nicht sagen auf Kosten anderer, weil die anderen haben ja von uns dafür die Technologien bekommen. Aber das Endergebnis ist, dass es jetzt mit dieser Dominanz von uns zu Ende geht, weil wir jetzt andere haben, die so viel von uns übernommen haben, dass wir jetzt diese singulären Vorteile nicht mehr haben, die wir für eine längere Zeit hatten, weil wir die waren, die diese spezifischen Innovationen vorangetrieben haben. Es gibt sehr genaue Untersuchungen, warum dieser Prozess bei uns passiert ist. Man kann ja fragen, warum ist der nicht in China passiert? Es gab viele hundert Jahre, da war China das wohlhabendste Land und Indien mit China das wohlhabendste Land, die aus naheliegenden Gründen ja auch die größten Bevölkerungen hatten. Aber es gab eine bestimmte Phase, wo wir über unsere Innovationen diese Spitzenposition eingenommen haben und die ganze Welt hat alles übernommen, was wir erfunden haben, weil eben das, was wir erfunden haben, für die Lebensqualität so großartig ist, dass jeder, der das sieht, sofort versteht, dass er das auch haben will. Ich stelle manchmal in Diskussionen mit Leuten, die sagen, ja, was wir machen die Welt kaputt und wir sind nicht nachhaltig und so. Und dann frage ich immer, wer von Ihnen hätte lieber vor 100 Jahren gelebt? Und wer hätte lieber vor 200 Jahren gelebt? Ist hier einer im Raum,
der lieber vor 200 Jahren gelebt hätte? Wissen Sie, wer den Film Medicus gesehen hat, der weiß, es reicht einmal richtige Zahnschmerzen und dann lebt man lieber heute. Und wer einmal einen Harnleiterinfekt hatte und die Schmerzen und die Koliken, der weiß, ich will heute leben, wo es Penicillin gibt. Und wer einmal in einer Welt mit Pest gelebt hat, der dankt dem Himmel, dass er nur Corona hat und betet, dass wir in 2 Jahren die Lösung haben, dass Corona kein Problem mehr ist. Und wir werden in absehbarer Zeit die Lösung haben. Das ist natürlich auch eine Innovation. Und der Prozess, wie wir jetzt gegen Corona uns organisieren, ist natürlich auch eine Innovation. Und hätten wir nicht den Rechner erfunden und die Netze erfunden und das GPS erfunden, alles, was wir erfunden haben, dann könnten wir heute nicht auf Corona mit Homeoffice reagieren und mit Zoom. Also diese technischen Durchbrüche sind die Basis für einen unglaublichen Lebensstandard für Milliarden und Milliarden Menschen. Und die Herausforderung, vor der wir jetzt wieder stehen, ist, mit neuen technischen und gesellschaftlichen Innovationen für bald 10 Milliarden Menschen eine für die Menschen angenehme Welt zu organisieren, die außerdem noch in Frieden mit der Natur und dem Klimasystem lebt. Ob wir das gut hinkriegen, weiß ich nicht. Aber wenn wir es hinkriegen, werden eine Reihe von neuen Erfindungen, neue Innovationen, sind die Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt eine Chance haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Professor Dr. Rademacher. Er hat einen Riesenfass aufgemacht. Ich kann mir vorstellen, es gibt jede Menge Fragen dazu. Hier geht gleich die Hände hoch wieder. Dann würde ich sagen, fangen wir mit den Fragen hier im Saal an. Will Sie aber zu Hause im Livestream auch dazu ermutigen, über die Facebook-Kanäle hier an die Anne Zimmermann zu schreiben, damit wir auch Ihre Fragen von zu Hause aus hier diskutieren können. Schönen Dank für Ihren Vortrag, Herr Professor Rademacher. Ich möchte beginnen mit 2 kleinen Anmerkungen bezüglich der Tiere, die man schon gesehen hat. Also die Graugänse in der Nähe von Seen, zum Beispiel in Münchner Parks, sind sehr, sehr zahlreich. Also da könnte ich sagen, da kann man sicherlich auch erstmal von satt werden. Die zweite Anmerkung, die ich machen möchte, bezieht sich aufs Auto und die Infrastruktur. Die ersten Automobile waren, so wie ich es im Kopf habe, von ihrer Konstruktion sehr angelehnt an Pferdekutschen. Und die Wege, die für Pferdekutschen vorhanden waren, konnten insofern von den Autos durchaus befahren werden. Und es gibt böse Zungen, die sagen, dem Auto würde man heute noch ansehen, von seiner Konstruktion her, dass es von der Pferdekutsche abgeleitet sei. Und man könnte sich fragen, ob das wirklich auf alle Zeiten die sinnvollste Art sei, ein Fahrzeug zu bauen. Die Frage, die ich stellen möchte, ist bezüglich, wieso wir hier vielleicht zukräftigere oder bessere Innovationen hatten als in China oder in Indien, wo Sie gesagt haben, das waren doch auch Länder mit großem Wohlstand und wohl auch keiner so ganz kleinen Bevölkerung, denn ich denke, eine große Bevölkerung wird einfach statistisch auch mehr Innovationen hervorbringen als eine kleine Bevölkerung. Und da würde mich interessieren, ob das Patentrecht ausschlaggebend ist für Innovationen oder ob das mehr das Sahnehäubchen ist, um Innovationen zu fördern. Dankeschön. Also nehmen wir jetzt mal 2 Punkte. Ich nehme jetzt erstmal gern die Enten, ja, weil ich erinnere mich, Gänse, okay, weil ich erinnere mich, könnt jetzt auch Schwäne nehmen. Ich stand mal mit einem chinesischen Gast vor einem See, wo es Schwäne gab. Und er sagt, erstaunlich, was es hier für Schwäne gibt. Die gibt es in China nicht, die haben wir alle schon verspeist. Also worauf ich hinaus will ist, wir haben Schwäne, aber wenn sie eine Millionenbevölkerung haben, dann können sie mit den Schwänen keine Millionenbevölkerung ernähren, dann brauchen sie diese Farmen
wo wir dann Zehntausende und Zehntausende und Zehntausende Truthähne eng beieinander haben. Also ja, wir haben Schwäne, aber nicht genug für Bevölkerung in der Größenordnung von 1 Million. Ich finde auch gut, dass Sie das Patentrecht ansprechen, weil die Frage des Eigentums, überhaupt die Zulassung von Eigentum, und Patentrecht ist ja eine bestimmte Ausgestaltung von vor allem intellektuellem Eigentum, ist selber eine soziale Innovation mit unheimlicher Kraft. Das heißt, in den Kulturen, in denen es eine vernünftige Regelung des Rechts auf Eigentum gibt, haben sie deutlich mehr Innovation als in Kulturen, wo es das nicht gibt. Und das liegt einfach daran, dass sie dann im Grunde genommen einerseits natürlich eine stärkere Dimension des individuellen Interesses haben, weil das Ergebnis nicht einfach vergemeinschaftet wird. Aber ein anderer Grund ist noch viel wichtiger. Sie müssen ja im Grunde genommen den Prozess finanzieren. Praktisch ist jeder Innovationsprozess etwas, was vorfinanziert muss aus dem Verstanden, aus den vorhandenen Assets, die da sind. Dafür muss einer aber über diese Assets verfügen können und das Risiko eingehen können, dass die Assets in dem Prozess verloren gehen. Das war ja der vorherige Vortrag. Ganz oft scheitern natürlich Innovationsversuche, was einen aber nicht daran hindert, es zu versuchen, wenn man nämlich weiß, wie zentral die Rolle der Innovation ist, und wenn man die Innovation nie hinkriegt, aber der andere kriegt sie hin, ist man tot. Also ich muss versuchen, in der Innovation erfolgreich zu sein, wissend, dass ich oft mit der Innovation nicht erfolgreich sein werde, und ich muss diese Innovationen vorfinanzieren, und aus den erfolgreichen Innovationen muss ich bezahlen, dass viele Innovationen nicht erfolgreich sind, und das geht alles in einer Welt mit Eigentum und der Akkumulation von Kapital viel besser als in einer Welt, wo es das alles nicht gibt. Eine Position weiter hinten, Rainer Zimmermann. Sie machen mir mal wieder, wie immer. Sie versuchen ein bisschen deutlicher zu sprechen. Ich habe Schwierigkeiten, das hier mitzukriegen. Ach so, weiter weg, und dann hören Sie es dann? Jetzt höre ich Sie besser. Okay. Sie machen mir wie immer in Ihren Vorträgen immer so ein bisschen Angst, aber auch ein bisschen Hoffnung. Kennen uns ja schon seit 20 Jahren, aber weil der Kern Ihrer Aussage heute war ja im Prinzip entweder domestizieren oder quasi kriegerisch durch Innovationen die anderen wegdrücken. Macht mir ein bisschen Angst, weil ich denke auch, dass es positive Innovationen geben kann. Cargolifter war übrigens war anders gedacht. Es hieß ja Cargolifter. Es ging um 140 Tonnen schwere Objekte, die mit dem Zeppelin transportiert werden sollten, nicht schnell Leute, sondern Gegenstände, die auf dem Boden quasi durch keine Brücke durchgehen oder über keine Brücke drüber, die sollten damit transportiert werden. Das war eine andere Idee, warum das leider schief ging. Ich war selber mal dort in Brandenburg. Es lag vielleicht an den Leuten, die daran gearbeitet haben. Das ist eine andere Geschichte. Aber meine Frage ist, was jetzt auch mit den infrastrukturellen Geschichten passiert ist. Wir in Zentraleuropa sind deswegen so erfolgreich, meiner Meinung nach, weil wir eben perfekte Infrastrukturen hatten, also Straßen, Schienen und so weiter, was zum Beispiel auf Kontinenten wie Afrika nicht so machbar war. China holt da massiv auf und macht es ja auch jetzt mit der neuen Seidenstraße global merkbar. Ja, die bauen auch mehr schienengebundene Schnellzüge als der Rest der Welt innerhalb von den letzten 10 Jahren. Wie können wir denn da mithalten? Hilft die Digitalisierung? Wobei, da habe ich auch nicht so wirklich Hoffnung, weil wir haben weder gutes G3 noch ein G4, jetzt sprechen aber dauernd von G5. Also von autonomen Fahren, und kriegen nicht mal eine gescheite Handyverbindung hin. Also wo sehen Sie denn da unser Potenzial für, sagen wir mal, Zentraleuropa im Vergleich zum aufkommenden chinesischen Seidenstraßenmodell?
Gut, also zunächst, wenn ich gesagt habe, dass die Erfolgreichen zum Schluss übrig bleiben, dass mir ist ganz wichtig, das geht in der Regel gar nicht so, dass der eine den anderen umbringt. Auch der moderne Mensch hat den Neandertaler nicht umgebracht, sondern man lebt im Grunde genommen nebeneinander und die Gruppe, die in der Lage ist, in der Reproduktion deutlich mehr Nachkommen zu produzieren, weil zum Beispiel der Zugriff auf Ressourcen besser gelingt, hat schlussendlich die Situation, dass es von denen 10-mal so viel gibt wie von den anderen. Und anschließend gibt es 100-mal so viel und dann gibt es die anderen auch noch, aber die fallen kaum noch auf, die findet man auch im Erbgut. Aber dominant sind eben die, die wegen der Technik, die sie haben, so viele sind und zum Schluss gibt es eben nur noch diese vielen. Bitte? Ja, aber es ist ja noch ein Unterschied, ob ich die anderen umbringe oder ob die anderen stolze Jäger sind, aber wenig Nachkommen haben, weil sie als Jäger gar nicht so viele Leute versorgen können, während die anderen machen Ackerbau und Viehzucht und haben ganz viele Kühe und haben ganz viel Milch. Da ist kein toller Jäger, da wird die Milch gemolken, aber ich habe viel mehr Babys und zum Schluss gibt es eben ganz viele von diesen Bauern. Ja? Und deshalb hat die Welt zum Schluss Bauern und nicht Jäger. Jäger ist sehr exklusiv, heute auch immer noch, und das liegt einfach daran, dass es nicht viel zu jagen gibt. Es gibt nur viel, wenn der Mensch viel produziert. Also wir haben da viele Tiere, wo der Mensch die Tiere selbst ernährt. Wir ernähren ja jetzt, wir haben auf der Welt jetzt 1,3 Milliarden Rinder und diese Rinder essen im Wesentlichen Soja und Mais. Also die essen, was eigentlich wir essen könnten und die sind Wiederkäuer und kriegen was zu essen, was gar nicht für Wiederkäuer ist, sondern für Leute wie uns. Aber indem wir die mit Soja und Mais versorgen, gibt es so viele von denen, dass wir dann so viele von denen verspeisen können. Ja? Und das ist natürlich eine absolut erfolgreiche Schiene, wenn man viele Menschen hervorbringen will. Und jetzt fragen wir, wie wird die Zukunft zum Beispiel mit den vielen Chinesen? Nun, diese vielen Chinesen werden in absehbarer Zeit damit konfrontiert sein, dass es noch viel mehr Leute in Afrika gibt. Weil die nächste Welle läuft gerade in Afrika an und in Afrika kommen in 30 Jahren 1,2 Milliarden Menschen dazu. Und das ist 5-mal die Bevölkerung der EU, die in 30 Jahren dazukommt. Man kann es auch so ausdrücken, jedes Jahr kommt die deutsche Bevölkerung dazu. Man kann auch sagen, jeden Monat kommt Österreich dazu. Ja? So. Und jetzt muss man überlegen, was heißt das am Ende auch für China? Das heißt, China ist auch damit konfrontiert, dass die Konkurrenz um die Ressourcen massiv zunimmt. Und das größte Ressourcenproblem wird wahrscheinlich das Klimaproblem sein. Die Chinesen sind heute die größte Schwierigkeit beim Klima. Aber ich kann mir vorstellen, dass in 30 Jahren die Afrikaner und die Inder mehr Probleme beim Klima erzeugen als die Chinesen. Und die Probleme erreichen uns alle. Und wenn uns da nichts einfällt, dann können wir diese Bevölkerungsgrößen, die wir jetzt haben, nicht halten. Also das wird eine sehr schwierige und spannende Frage und sie trifft die Chinesen genauso wie uns. So, haben wir weitere Fragen im Saal? Ja, gleich hier vorne. Es ist schon spannend, was wir heute für Bögen schlagen. Schon spannend, was wir heute für Bögen schlagen. Ja, vielleicht meine Anschlussfrage direkt an das, was uns vielleicht einfallen müsste. Ich habe neulich ein Buch in den Händen gehabt von Harry Evans, dem früheren Herausgeber der Times. They made America from the steam engine to the search engine. Inwieweit schätzen Sie denn die Lösung des Klimaproblems und all dieser Problemlagen, die wir auf der Welt haben, mit zum Beispiel künstlicher Intelligenz oder auch tatsächlich eine Art von
neuen Mechanismen, die die Lösung der Weltprobleme vielleicht besser bewältigen kann, als wir es als Menschen können? Ich halte das für gigantische Illusionen. Ja, also die Leute glauben, dass die Digitalisierung und die sogenannte künstliche Intelligenz die Probleme löst. Also an der künstlichen Intelligenz ist nicht so viel intelligent, wie kommuniziert wird, sondern das, was heute künstliche Intelligenz genannt wird, ist in klassischer Sprache Mustererkennung. Mustererkennung auf Riesendatenbeständen. Und jetzt haben wir Methoden, wie wir Datenbestände klug klassifizieren, zum Beispiel mit neuronalen Netzen. Und in dem Sinne erkennen dann diese neuronalen Netze über die Klassifikation mögliche interessante Zusammenhänge. Aber diese Zusammenhänge sind auch sehr oft Scheinkorrelationen. Also Sie können leicht aus den Daten entnehmen, dass Sie besonders viele Geburten da haben, wo es auch viele Störche gibt. Und man könnte daraus einen falschen Schluss ziehen. Der richtige Schluss ist, dass Gebiete, in denen viele Störche sind, tendenziell auch affin sind zu Familiensituationen, die günstig sind für viele Kinder. Und das heißt, da gibt es sozusagen eine indirekte Korrelation, aber der Kausalzusammenhang ist völliger Blödsinn. Also natürlich erkennen solche Maschinen auch, dass wenn auf Bildern Menschen mit Schirmen rumlaufen, dass es dann regnet, weshalb dann Systeme auch schon zu dem Schluss gekommen sind, dass wenn es zu trocken ist und man will, dass regnet, muss man eben jetzt die Schirme aufspannen, damit es regnet. Aber das sind eben alles nur Scheinkorrelationen und sagen wir, der Unterschied ist der zwischen, man nennt das eine ist eine Correlation, eine Korrelation, das andere ist eine Causation, das ist ein sachlogischer Zusammenhang. Die Wissenschaft beschäftigt sich mit Causation. Das, was wir künstliche Intelligenz nennen, ist die massive Nutzung von Correlation. Und Correlation kann durchaus auch helfen, aber wir wissen eben oft nicht, ob es eine wirkliche Correlation ist oder eine Scheinkorrelation. Also ich glaube, dass das sind alles technische Hilfsmittel, mit denen können wir vielleicht erkennen, dass irgendwo irgendwelche Zusammenhänge sind. Aber ich glaube, die entscheidende Frage für die Zukunft ist die Frage der Energie. Wir brauchen ein neues Energiesystem, so wie vor 300 Jahren wir mit der Dampfmaschine ein neues Energiesystem geschaffen haben, brauchen wir jetzt auch eins. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel, weil in Bezug auf Energie haben viele Leute ganz falsche Vorstellungen. Also wenn gut trainierte Menschen ins Fitnesscenter gehen, also ich nehme jetzt mal hier so gut trainierte wie hier im Raum, ja, wenn die auf dem Crosstrainer sind, dann schaffen die vielleicht 100 Watt. Jetzt haben wir da hinten so ganz junge, dynamische, die schaffen vielleicht 150 Watt. Ob sie 150 Watt eine ganze Stunde schaffen, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass die Tour de France Bergsieger, das ist so ungefähr die Spitzenposition, die wir bei Menschen haben, die bringen es auf 500 Watt eine Stunde. Und die Leute, die im Olympia-Achter fahren, die bringen es auch auf 500 Watt pro Stunde. 500 Watt. Wenn Sie einen leistungsfähigen Toaster haben, dann brauchen Sie 1000 Watt. Also anders ausgedrückt, wenn Sie eine Stunde lang rumtoasten wollen, da brauchen Sie ungefähr, sagen wir mal, 7, 6 richtig durchtrainierte Normalbürger, die eine Stunde sich abstrampeln und was kriegen sie? Einen Toaster. Wir haben als Zivilisation einen mittleren Verbrauch zwischen 5000 und 10.000 Watt kontinuierlich. Unser Wohlstand bedeutet, wir haben ein Energiesystem, das uns kontinuierlich im Schnitt pro Kopf in Deutschland mit 5.000 bis 10.000 Watt elektrische Energie versorgt. Und die Herausforderung in Afrika ist, wie kriegen wir alle Afrikaner an eine Steckdose,
weil das ist eine Frage fast der Menschenrechte, dass man an bezahlbare elektrische Energie kommt, weil das ist der Unterschied zwischen Tag und Nacht, ob man diesen Zugang hat oder nicht hat. Unser Minister Müller hat die große Angst, dass wir in Afrika 500 neue Kohlekraftwerke bauen, um die Afrikaner alle mit einer Steckdose zu versorgen. Und wir brauchen eine Lösung, wo die alle an eine Steckdose kommen, aber ohne Kohlekraftwerke. Und da müssen wir uns noch eine Menge ausdenken. Vor allen Dingen, wenn das alles bezahlbar sein soll. Für mich ist das die entscheidende Herausforderung, vor der die Menschheit im Moment steht. Ein neues Energiesystem, das 10 Milliarden Menschen erlaubt, in Wohlstand zu leben, in Frieden mit der Natur und mit dem Klimasystem. KI, IT, das ist alles in dem Prozess wichtig, aber nicht die Schlüsselfrage. Die Schlüsselfrage ist, welches System bringt diese Energie auf die Erde? Und heute wissen wir, es gibt im Grunde genommen zwei Ansatzpunkte. Das eine ist die Sonne und dann alles Mögliche, was danach folgt. Aber die Sonnenenergie zu ernten ist schwierig. Die andere Lösung ist die Tiefengeothermie. Da muss man viele tausend Kilometer in die Erde. Da ist auch unbegrenzt Energie, aber die zu ernten ist auch schwierig. Das heißt, wir stehen vor zwei gigantischen Optionen, wie wir diese unglaublichen Mengen Energie, das muss viel mehr sein, als wir heute haben. Wenn wir 10 Milliarden Menschen in 30 Jahren auf ein Wohlstandsniveau bringen wollen, das dann dazu führt, dass die Bevölkerungsexplosion aufhört, brauchen wir mindestens doppelt so viel Energie wie heute. Und heute ist 80% der Energie fossil. Wir müssen irgendwie in 30, 40 Jahren im Wesentlichen das Problem mit dem Fossil irgendwie lösen und außerdem die doppelte Menge produzieren, und das muss auch noch alles bezahlbar sein. Und dann müssen wir uns noch darauf einigen, in einem Kampf um die Kontrolle dieser Innovationen, weil alle wissen, das ist die zentrale Frage, und da kämpfen alle gegeneinander und nicht miteinander. So wie in Bezug jetzt auf den Impfstoff und die Medikamente gegen Corona, wir natürlich Elemente der Kooperation haben, auf UN-Ebene, Bill Gates und so weiter. Aber wir haben auch Leute wie Trump, die dieses Thema ganz massiv nationalistisch fahren. Also der Impfstoff mal primär für uns und dann so, dass wir ganz viel Geld daran verdienen. Und das haben wir eben in vielen Ländern in der Konkurrenz zueinander. Und das erschwert den Prozess ein weiteres Mal. So, es gibt weitere Fragen. Wir haben hier einen jungen Mann. Ich wollte noch mal eine Anmerkung machen und eine Frage stellen. Meine Anmerkung ist, ich bin mir nicht sicher, ob wir unsere heutige Natur und unsere heutige Landschaft hier in Deutschland mit der Landschaft von vor, sagen wir, 10.000 Jahren oder 30.000 Jahren oder 35.000 Jahren vergleichen können. Meinen Sie nicht auch, dass damals mehr Tiere hier, sag ich mal, in Mitteleuropa unterwegs waren? So wie zum Beispiel in Afrika gibt es ja schon Gegenden, wo große Herden von Zebras oder Gazellen unterwegs sind. Meinen Sie nicht, das wäre hier auch möglich gewesen? Und das wäre meine erste Frage. Und meine zweite Frage wäre, was glauben Sie, können wir erreichen als Menschheit, wenn wir wieder mehr Raum der Natur zurückgeben und mehr renaturalisieren, indem wir wieder Urwälder vielleicht auch in Mitteleuropa, erbauen oder so? Was glauben Sie, können wir damit irgendwas erreichen und dass wir dann die Nahrungsmittel auf eine andere Art und Weise produzieren? Also mein Ziel in allen Arbeiten war immer, dass die Menschheit die Hälfte der Biotope auf dem Globus nicht anrührt.
die internationalen Forderungen sind, dass wir 10% nicht anrühren. Das ist also eine zentrale Forderung in Bezug auf die Biodiversität. In Wirklichkeit passiert aber genau das Gegenteil. Die Menschheit geht noch in die letzten Flächen hinein. Jetzt die US-Regierung zum Beispiel in Bezug auf Öhrlinge-Naturschutzparks in Alaska. In der Gier nach den letzten Ressourcen. Also ja, Sie haben vollkommen recht, wir wären viel klüger. Und alles, was wir dafür brauchen, ist eine Situation, dass wir vielleicht nur noch halb so viele Menschen haben. Also eine meiner Hoffnungen ist, dass wenn wir eine kluge Welt mit 10 Milliarden Menschen haben, dass dann die Zahl der Menschen wieder weniger wird, wenn die 10 Milliarden Menschen in Wohlstand klug sind und dass dann 300 Jahre später nur noch 5 Milliarden da sind. Und dann müssen wir nicht überall hin und wir können dem Globus in der Hälfte mal Ruhe geben. Und es geht uns ja nicht schlechter, weil wir nur halb so viele sind. Und wenn wir nur halb so viele sind, sind wir ja trotzdem ganz viele. Denn ich war 1965 mit einer Welt konfrontiert, die 3 Milliarden Menschen hatte. Also wenn wir mal wieder nach 5 Milliarden kämen, dann wären wir immer noch fast doppelt so viele, wie es gab, als ich 15 Jahre alt war. Also ich sehe kein Problem darin, wenn wir nur 5 Milliarden sind. Aber im Moment ist unser Risiko, dass wir am Ende des Jahrhunderts 12 Milliarden sind. Und das praktische Problem ist, wir können ja nicht sagen, dass wir jetzt ein Programm fahren, in dem wir Menschen töten oder so. Das ist ja alles mit den Menschenrechten und unserer Sicht auf Kooperation völlig inkompatibel. Wir müssen ja im Grunde genommen jedes Kind, das auf die Welt kommt, voll akzeptieren mit allen Rechten, weil so haben wir ja die Menschenrechte international kodifiziert. Also wir müssen uns um jedes Kind kümmern und versuchen, dass es sich gut entwickelt und dass es, sagen wir mal, mindestens 70 Jahre alt wird. Und jedes dieser Kinder hat Recht auf reproduktive Selbstbestimmung, darf also im Prinzip so viele Kinder in die Welt setzen, wie es will, es sei denn, wir haben eine Kultur, in der das nicht mehr passiert. Und in Kulturen mit Wohlstand passiert das eben nicht. Aber alle diese Variablen gleichzeitig in der internationalen Auseinandersetzung irgendwo in einen vernünftigen Pfad zu überführen, ist eben unendlich schwierig. Und es ist auch ganz wichtig, dass man begreift, Kriege haben daran nie etwas geändert. Selbst der Zweite Weltkrieg mit allen Zivilen und anderen Toten, der liegt irgendwo in der Größenordnung von 70 Millionen Menschen. Das fällt überhaupt nicht auf, weil es kommen ja jedes Jahr 100 Millionen dazu. Das heißt, entweder fahren wir gegen die Wand und dann werden wir relativ schnell weniger Menschen sein. Nicht, weil jemand getötet wird, sondern weil praktisch die Ernährung nicht mehr möglich ist und weil die medizinische Versorgung nicht mehr möglich ist. Gut, dann werden kurzfristig sehr, sehr viele sterben. Das ist eine mögliche Variante. Die andere ist so etwas wie eine Pandemie, die durchschlägt. Jetzt, die hat ja fast keine Wirkung, glücklicherweise. Aber es gibt ja eine Angst vor einer Pandemie, die sozusagen ein Schnupfenvirus mit einem Ebola koppelt. Also das wäre etwas ganz leicht Übertragbares mit absolut letaler Wirkung. Das ist dann so ungefähr wie die großen Pestpandemien, die es ja im Mittelalter gab. Und das sind dann ganze Landstriche weg. Also wir haben ja teilweise dann ein Drittel der Bevölkerung von bestimmten Landstrichen auf einen Schlag verloren, nur durch die Pest. Gut, das kann alles passieren, das kann aber keiner wollen. Also wir geben uns ja alle Mühe, dass das nicht passiert. Aber das bedeutet eben, dass die Bevölkerung in ihrem Zugriff auf die Ressourcen eher noch den ganzen Globus auslutscht, als dass wir irgendwo auch nur ein paar Prozent in Ruhe lassen.
So, also wir sind schon lange über der Zeit, wie es sich für eine gepflegte Veranstaltung in öffentlichem Rahmen gehört. Trotzdem müssen wir irgendwann zum Schluss kommen, aber ich glaube, es gibt immer noch Redebedarf bei Ihnen. Jawohl, hier vorne und erst hier vorne und dann noch in der Technik. Das nächste Mal zu Ihnen und der Frage, wie sieht es denn aus mit einer etwas anderen Landschaft und dann vielleicht mehr Tieren? Wenn man sich anschaut, wie der Anteil der wilden Tiere an der Gesamtbiomasse der Landtiere ist, dann ist das wohl gar nicht so furchtbar viel. Ich habe zumindest mal gehört, dass so grob die Verteilung sei, 2/3 Nutztiere, 30% der Mensch, 3% Wildtiere. Nur mal so als Hausnummer, wenn man sich vorstellt, es wäre doppelt so viel bei einer anderen Landschaft beispielsweise, wäre das immer noch vergleichsweise wenig zu dem, was es an Menschen beispielsweise gibt. Die Frage, die ich stellen möchte, bezieht sich darauf, ob wir zwischen dem Wohlstand und dem Bevölkerungswachstum, was wir miteinander verwoben haben, ob wir da nur eine Korrelation haben oder ob es da wirklich einen gesicherten, kausalen Zusammenhang gibt, der uns sagt, ja, es ist gesichert, dass wir über Wohlstand die Anzahl der Geburten pro Frau deutlich senken. Dankeschön. Und zwar in allen Kulturen. Bitte? In allen Kulturen, ja, also auch also, afrikanischen. Also kommen wir erst nochmal zurück auf den Punkt, Sie haben ja gesagt, Wirbeltiermasse auf dem Globus. Wenn man, ja gut, ich nehme jetzt die Wirbeltiere. Wenn wir die Wirbeltiere nehmen, das sind alle Elefanten, alle Giraffen, alle Otter, alle Biber, alles sind Wirbeltiere, ja? Die Menschen und die von Menschen kontrollierten Tiere, das sind also die Haustiere und die Tiere, die wir essen, und wir sind zusammen 95% der Wirbeltiermasse auf der Erde. 95, es gibt außer uns, unseren Haustieren und denen, die wir verspeisen, praktisch nichts mehr. In Prozent, immer wichtig in Prozent. Der größte Brocke sind die Rinder. Der zweite Brocken sind wir selber und der dritte sind die Schweine. So ist die Wirbeltiermasse auf dem Globus verteilt. Jetzt nehmen wir mal die Frage, wie ist der Zusammenhang zwischen Wohlstand und Kindern? Da gibt es folgende Situation. Armut produziert Kinder. Das liegt daran, dass für arme Eltern, arme Kinder nicht so viel Arbeit sind, weil die armen Kinder auch gleich mitarbeiten, weil von den armen Kindern auch viele sterben und weil die armen Kinder auch ein gewisses Sicherungsnetz für die Eltern bilden. Wir haben auch bei uns Familien, die von, sagen wir, multipler Hilfe des Staates leben, auf einem relativ niedrigen Wohlstandsniveau durchaus viele Kinder haben, aber mit viel Hilfe, mit vielen Kindern auf diesem Wohlstandsniveau auch irgendwo zurechtkommen. Dann gibt es die Gruppe der sehr Vermögenden. Die haben in der Regel sehr viele Kinder. Außerdem wechseln die dauernd die Lebenspartner und haben in einer Sequenz von Lebenspartnern mit vielen Lebenspartnern viele Kinder. Wenn sie aber Milliardär sind, sind viele Kinder auch kein Problem. Insbesondere haben sie dann genügend Personal, das sich um die Kinder kümmert. Die wirklich interessante Gruppe ist die Gruppe derer, die sozusagen in hoher Disziplin mit ihrer Arbeit, mit ihrem Können, mit ihrer Ausbildung ihren Lebensstandard verdienen. Das ist ein Prozess, der unglaubliche Disziplin erfordert. Also man kann unsere Gesellschaften auch als Disziplinmaschinen bezeichnen. Und wir fangen im frühesten Kindesalter an, die Kinder zu disziplinieren, in massivster Weise. Das fängt schon an mit der Schulpflicht.
Das fängt damit an, dass die Kinder zur Schule müssen. Wenn die Eltern die Kinder nicht zur Schule bringen, kommt die Polizei. Also unser System schleift diese Disziplin ein. Natürlich, weil wir wissen, es gibt den Wohlstand nur mit dieser Disziplin und mit den Fähigkeiten, die man über die Disziplin erwirbt. Wer diese Fähigkeiten nicht erwirbt, wird sich in der Regel nicht selber finanzieren können. Dann müssen die anderen die finanzieren, wozu die anderen aber keine Lust haben. Also, wir haben eine Disziplin und die hat zur Folge, dass insbesondere Familien, wo Hochqualifizierte zu zweit im Beruf ihren Lebensstandard erarbeiten und sichern, wir heute teilweise nicht mal mehr ein Kind haben. Und wir haben enorme Probleme in den Kita-Strukturen, die sich um die ein, zwei Kinder kümmern. Und diese Kita-Strukturen sind, wenn sie privat sind, enorm teuer. Und wenn Sie mal in die Verträge in Kitas reingucken, dann werden Sie sehen, da ist genau geregelt, Sie müssen das Kind zum Beispiel bis 5 Uhr abholen, Sie dürfen zweimal im Monat diese Länge überschreiten, wenn Sie öfter überschreiten, müssen Sie Strafe zahlen, wenn Sie das noch öfter machen, wird Ihr Kind von der Kita ausgeschlossen. Also wir haben nicht nur eine enorme Disziplin, wir haben sogar eine enorme Disziplin in der Verwaltung der Kinder durch eine Kita, und ohne die Kita könnten dann zum Beispiel die Frauen oder Männer gar nicht arbeiten, und es gibt einen unheimlichen Streit in den Firmen, und das alles ist sozusagen die Disziplinierung, die für den Wohlstand Voraussetzung ist. Und darum haben sie eben in der Mittelklasse, gerade bei gut gebildeten, noch öfter bei gut gebildeten Frauen, haben sie in unseren Gesellschaften kaum Kinder. Und sehr oft haben sie auch schon keine Partnerschaften mehr, weil dieses System ist so rigoros im Absaugen von Ressourcen für die Wertschöpfung, dass wir schon vor lauter Ressourcenverbrauch für Wertschöpfung Schwierigkeiten haben zu leben. Ja, der Kollege in der Technik winkt. Ja, erstmal vielen Dank. Das ist jetzt seit 14 Jahren das allererste Mal, wo ich jetzt auch... Wer ist das jetzt? Ich sehe. Von der Technik hinten. Ach so. Das ist das allererste Mal, dass ich tatsächlich jetzt auch mal eine Frage bei den ganzen Veranstaltungen stelle. Und zwar ist es mir jetzt ein bisschen unklar. Sie sagen einerseits, war der Punkt, die Hauptfrage ist die Energieversorgung, um 10 Milliarden Menschen, die dann irgendwie da sind, versorgen zu können. Andererseits sagen Sie gerade, dass unsere Form der Kultur, die aber diese Möglichkeiten ja bietet, so drauf ist, dass sie sich ja letztendlich selber gar nicht mehr so fortpflanzen kann. Wenn das das angestrebte Ziel ist, dann würde es letztendlich, was Sie ja gemeint haben, wäre dann der Punkt bei 10 Milliarden, würde dann, wenn alles sich so entwickeln würde, würde man sich wieder reduzieren auf 5 Milliarden. So habe ich Sie vorher verstanden. Das wäre das Wünschenswerte. Dass man an den Punkt kommt, wo man sagt, okay, wie das auch immer passieren soll, dass sich das reduziert. Meine Frage ist jetzt aber die, ist es nicht so, dass wir in der Form, wie wir leben, mit allen anderen Kulturen an eine Grenze kommen, die dieser Planet uns aufzeigt? Und wie wir da damit umgehen, also sprich jetzt nicht immer diese Entwicklung technisch, wirtschaftlich, sondern vielleicht auch das, was vorher die Frage war, auch im Gegensatz dazu, also Rückschritte machen, nicht diese Fortschritte immer. Also sagen, nicht jetzt mehr Energie, wir verbrauchen immer mehr Energie, sondern der Weg, wir müssen einen Weg gehen, wo wir weniger Energie verbrauchen. Und dann noch die Frage der Umverteilung. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, China ist das beste Beispiel, die haben wirtschaftlich so dermaßen gemacht und durch diese Entwicklung in der Kultur, die wirtschaftlich und auch für viele jetzt vom Status her Möglichkeiten ermöglicht, für wahnsinnig viele Menschen ist ja vieles auch komplizierter geworden und schlechter geworden. Also es sind viel mehr Leute, die dort jetzt einen Status wirtschaftlich erreicht haben, das jetzt aber nicht unbedingt gut ist. Weiß nicht, ob Sie das verstehen. Und wenn das dann in Afrika und in Indien noch schlimmer wird, das ist ja dann, dann frage ich mich, was setzt sich durch? Weil Sie ganz am Anfang gesagt haben, die, wo jetzt sammeln, die können besser versorgen. Also das ist alles so ein bisschen, das eine steht für sich, das mag stimmen, das andere für sich, aber das Gesamte betrachtet, da kommt kein Schluss raus, finde ich.
Also ich konnte, was Sie gesagt haben, nur teilweise verstehen von der Akustik her. Aber ich habe so ein bisschen verstanden, ich glaube, Sie haben gesagt, was wir jetzt hier haben, ist ja nicht unbedingt die tolle Lösung. Und was ist jetzt eigentlich, was machen jetzt die Chinesen? Und wenn die jetzt dasselbe machen wie wir, und was kommt bei all dem raus? Also ich schwärme nicht für unsere Lösung. Wir haben es weit gebracht, auch mit unserem Wohlstand, aber wir zahlen eben einen unglaublichen Preis in der Disziplinierung. Wir haben vergleichsweise wenig persönliche Optionen, weil wir dauernd in dieser Disziplinmaschine operieren müssen. Und wir haben eine Situation, wo viele Menschen und auch viele Familien ein normales Leben eigentlich gar nicht mehr hinbekommen können. Weil diese Riesenerwartungen und diese Riesenverpflichtungen und in dieser Konkurrenzsituation, da werden dann die Kinder gedrillt, in Korea noch schlimmer als bei uns, und die müssen den ganzen Tag irgendwo mit irgendwelchen Nebenlehrern noch besser werden, und dann müssen die ins Theater und dann müssen die aufs Pferd und dann müssen die Sport und dann müssen die irgendwo in andere Kulturen und die müssen Zertifikate besorgen und so weiter. Also sowas, was man sich wie so normales, entspanntes Spielen vorstellt, gibt's dann gar nicht mehr. Alle sind nur noch in Disziplin, und das alles nur zur Produktion von diesem Wohlstand, der ja für jeden daran hängt, dass der andere diszipliniert ist. Also wenn ich dann eben will, dass in der Kita jemand ist, dann muss der ja auch da sein. Wenn der aber wiederum um 5 Uhr seine Kinder irgendwo abholen muss, dann muss der auch weggehen dürfen. Und wenn ich dafür den Bus brauche, dann muss der auch pünktlich kommen. Und wenn ich aber vorher noch einen Kaffee brauche, dann muss irgendwer mir noch im Vorbeigehen einen Kaffee verkaufen und so weiter. Das ist ja die Welt, in der wir leben. Das ist keine so besonders schöne Situation. Wenn Sie das aber jetzt sehen aus der Sicht von denen, die aufholen wollen, dann sagen die natürlich, ja, die leben so toll, die haben die Autos, die haben die Infrastruktur, das will ich auch haben. Gut, unsere Politik international geht so, die werden alle ausgebildet, die kriegen alle ein Smartphone, die sollen alle irgendwo auf eine Schule, die sollen alle irgendwo in einen Schüleraustausch, und dann fangen wir an, und dies ist eben die Methode, die auch die Vereinten Nationen propagiert und die wird eben in allen Ländern versucht zu kopieren, und vor allen Dingen die in den Ländern besser gestellten, die machen das genauso. Die gucken, dass ihre Kinder nach vorne kommen. Also müssen die Kinder auf die Schulen. Wenn sie Geld haben, schicken sie die Kinder auf britische Schulen. Wenn sie Geld haben, schicken sie die auf amerikanische Universitäten. Wenn sie krank sind, versuchen sie irgendwo bei uns in ein Krankenhaus zu kommen. Das ist ja individuell alles nachvollziehbar. Setzt aber natürlich die Incentives überall dahin, dass man an die Ressourcen muss, dass man an das Geld muss, dass man rumreisen muss, dass man informiert sein muss, dass man Netzwerke braucht, dass man kooperieren muss, ja. Und das ist eben die Disziplinmaschine. Und die, die jetzt aufholen, haben einen großen Vorteil. Man nennt es Leapfrogging. Wenn ich aufhole und habe Zugang zu Finanzierung, dann kann ich ja überall die neueste Lösung implementieren. Darum sind die Bezahlsysteme, also ich gucke jetzt zu Herrn Unver, nicht? Wenn Sie fragen, wo Sie die überlegenen IT-Systeme für Bezahlung haben, die haben Sie in Afrika. Warum? Weil die haben eben keine Banken wie wir. Die haben keine Filialen wie wir, die haben keine Geldautomaten wie wir, das gibt's alles nicht. Es gibt also auch keinen Status quo, der sich verteidigt. Und da jede Lösung besser ist als keine Lösung, ist jetzt irgendein Cash-System über Mobile, Datenschutz hin oder her, für Leute in Soweto eine viel bessere Lösung als kein Geldsystem. Und deshalb habe ich die größte Innovation in diesen Bereichen, gerade da, wo es nicht entwickelt ist. Sie können natürlich in China ganz anders Zugstrecken bauen als bei uns, weil solange der Wohlstand klein ist, ist Enteignung einfach. Wenn der Wohlstand groß ist, kämpfen Sie um den letzten Quadratmeter vor Gericht.
Deshalb dauert es bei uns 30 Jahre, eine neue Straße zu bauen. Das ist, weil wir den Wohlstand haben. Der, der den Wohlstand noch nicht hat, kümmert sich um sowas nicht, weil er will ja den Wohlstand. Und deshalb hat der, der aufholt, viele Vorteile gegenüber dem, der vorne ist. Der, der aufholt, arbeitet auch für weniger Lohn, weil er will ja nach vorne. Der, der vorne ist, der will nicht für wenig Lohn arbeiten. Und deshalb wandert eben viel Arbeit von denen, wo der Lohn hoch ist, zu denen, wo der Lohn niedrig ist. Jetzt, wenn man eine höhere Qualifikation und bessere Innovation hat, kann man diese Lohnunterschiede kompensieren. Wenn jetzt der andere systematischer an Innovation arbeitet als wir, weil er den Wohlstand will, den wir schon haben, dann verlieren wir eben auch die Vorsprünge in der Innovation. Und das passiert uns jetzt gerade. Eine lange Zeit waren wir in Innovation nicht zu toppen. Jetzt ändert sich das. Wir haben lange Zeit geglaubt, dass ein freier Staat mit Demokratie den höchsten Grad an Innovation hervorbringt. Und dass ein Zwangsregime das nicht kann. Wir sehen jetzt in China, dass ein Zwangsregime mit IT und einer permanenten Kontrolle und einem Social Credit System die Menschen wie in einem Ameisenstaat disziplinieren kann. Und das geht jetzt deshalb, weil die Kontrolle fast nichts mehr kostet. Also selbst in Zeiten des Dritten Reiches konnte man nicht annähernd eine Kontrolle durchhalten, wie die Chinesen sie machen, weil die Kontrolle ja immer durch Menschen passieren musste und das ist teuer. Heute geht aber die Kontrolle über technische IT-Systeme, das ist preiswert. Wenn jetzt eine Gesellschaft das akzeptiert, dann hat sie so ein bisschen den Charakter eines hocheffizienten Ameisenstaates und der ist möglicherweise produktiver und innovativer als eine freie Demokratie, die den Menschen eben erlaubt, auch, ich sag mal, mehr Müßiggang zu betreiben und ihren Ideen und ihren Interessen zu folgen. Die in dem Ameisenstaat wollen aus der Armut raus. Die akzeptieren den Ameisenstaat, damit sie aus der Armut rauskommen. Und das macht die Konkurrenzsituation für uns in diesem Leapfrogging-Prozess, das bezieht sich jetzt ja auf die Frage des Herrn hinten an der Regie, das macht eben die Situation so schwierig, dass die, die aufholen, diesen Leapfrogging-Effekt haben, den wir übrigens interessanterweise in Teilen auch in den neuen Bundesländern haben. Die sind in der IT-Infrastruktur in Bezug auf Glasfaser viel weiter als wir, weil da, wo wir noch Kupfer hatten, wurde da schon gleich die Glasfaser verlegt. Und so hat der, der später kommt, wenn er in die Innovation hineingeht, oft Vorteile und mit denen muss sich der, der vorne ist, auseinandersetzen. Das ist nicht so einfach. Ja, liebe Gäste, hier im Stadthaus und im Livestream, wenn ich sehe, in welcher Tiefe und in welcher Breite wir jetzt schon annähernd 3 Stunden lang hier zusammen sind und diskutieren, da kann ich nur sagen, gut, dass vor etwa 200 Jahren ein Mann eine Vision hatte in Ulm und gut, dass er nicht zum Arzt gegangen ist. Professor Dr. Rademacher zu Gast hier bei den Berblinger Spirit Talks. Vielen Dank für Ihren Besuch. Okay. Erlauben Sie mir noch ganz kurz den Hinweis auf morgen. Es geht weiter, wir wechseln den Ort, wir gehen ins Museum nach Ulm morgen Abend zu den Berblinger Spirit Talks ab 18 Uhr auch wieder im Livestream und morgen wird es auch sehr spannend. Da beleuchten wir dann nicht den Berblinger als Flugpionier und als großen Innovator, sondern vor allem auch als Prothesenbauer, als jemand, der Menschen geholfen hat, helfen wollte und auch als jemand, der Menschen optimiert hat. Denn wenn wir in einer Zeit leben, in der Menschen ohne Beine schneller 100 Meter laufen können als Menschen mit Beine, dann kann man sich schon fragen, wie weit geht es?
Und das sind Fragen, die wir morgen klären ab 18 Uhr im Museum, sogar mit anschließendem Konzert und auch mit freiem Eintritt. Und es wäre schön, wenn Sie alle wieder dabei sind. Lassen Sie mich zum Ende des Abends noch Danke sagen an die Kollegen von der Technik, von der Regie, an die Wortbeiträge. Lassen Sie mich Danke sagen an Sie, die Sie so lebhaft mitdiskutiert haben. Und gestatten Sie mir, dass ich mich auch bei Stefan Huber bedanke, bei der Stadt. Das ist das erste Mal seit Februar, dass ich wieder zu Menschen sprechen durfte. Im Angesicht zu Angesicht hat mir sehr gut getan. Vielen lieben Dank dafür und ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Abend. Und es wäre schön, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Herzlichen Dank.